Heute, Knirps, glaube ich, wird, wenn es so ist, wie wir uns das vorstellen, mit einer der krassesten Folgen. Ich glaube, Tag 1 war schon echt brutal. Heavy. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zum zweiten Teil von 100 Kilometer. Und wir gehen rein. Okay. Jetzt geht's los. Wir sehen uns. Erster Lauftag bei 100 Kilometern. Wer schafft die 20 Kilometer Luftlinie am schnellsten? Und wer erspielt sich Zusatzzeit bei der ersten Challenge? Da waren wir. Wow. Krass. Nochmal die Edits rein. 100 Kilometer. 100 Kilometer. Im 100 Kilometer Camp bricht der erste Morgen an. Und während manche noch schnarchend im Zelt liegen, kommt Bewegung in die Küche. So, es werden jetzt hier schon fleißig die Snacks gepackt, damit wir unterwegs auch auf jeden Fall genug zu essen. Wie ist denn das mit Trinken? Ach, das war so auch awesome. Mit den Digga, guck mal, da bist du auch schon am Start. Ja, ja, ich war am längsten gepennt. Ich wollte gerade so sagen, wann sind wir da aufgestanden und so, weil ich weiß nicht, ob man es da auch noch in dem Video sieht, aber so, guck mal, die anderen packen sich da so richtig viel Essen rein und so und wir so... Na, ich hab dafür, ich hab dir ein Brötchen geschmiert morgens. Ich hab dir eine Stulle vorbereitet. Und ich hab dich sogar geweckt. Wie sagt man heutzutage? Schere, Digga. Ah, Schere. Das check ich übrigens gar nicht. Was soll denn das heißen? Das heißt sowas wie, ich bin erwischt. schuldig, ja, erwischt, mäßig. Wir unterwegs, auch auf jeden Fall genug zu essen. Wie das war nicht holzsam morgen. Wir müssen auch schön. Viel mit den gesunden Snacks. Passt alles von Lautstärke und so Chat für euch? Das ist unser Snack. Für unterwegs. Das war krass, die haben mir jeden Morgen fett Porridge gekocht, ne? Alter, Luke Kelly hat jeden Morgen Porridge gekocht, das war das Beste. Für alle, alle immer. Das fand ich auch krass, Luke war richtig so ein sehr offener Mensch, der wollte immer so alle mit bei sich aufnehmen. Guter Gastgeber auf jeden Fall, ne? Dieses safe. Porridge, ich habe das gegessen und ich hatte abends... 3 Tage Durchfall! Und ich hatte dann wirklich den ganzen Tag keinen Hunger mehr, ne? Ich weiß nicht, was der hat da irgendwie, keine Ahnung, Pferdefutter noch reingemacht. Das hat mich so gepusht irgendwie. Ich weiß nicht. Snacks. Und dann gibt es die hier Porridge kochen. Das ist unser Snack. Geil. Für unterwegs. Wir bereiten gerade das Essen für alle mal vor. Und hoffen, dass es am Ende auch gut schmeckt. Susi, wie hast du denn geschlafen? Ja, geht so. Wir hatten ein paar Schnarcher nebenan. Oh, moin. Moin. Also ihr wart's nicht, ihr habt nicht geschnarcht. Gott sei Dank. Ich weiß genau, wer es war. Aber ich möchte keinen Namen nennen. Kommt der Räuber schon wieder mit seiner Kamera? Weiß? Ich weiß es nicht. Aber nicht Zeltfilm, ey, das sieht aus, ey. Ja, zum Glück kann man Gerüche nicht. Wo sind die Bierflaschen? Wo sind die Bierflaschen im Zelt versteckt? Alter. So alle im Schlafsack unten drin. Er hebt den so, klick, klick, klick. Aber nicht Zeltfilm, ey, das sieht aus, ey. Ja, zum Glück kann man Gerüche nicht filmen. Du hatte Blähungen heute. Ne? Blähungen, Alter, du hast einfach gestunken, Alter, wie ein Iltis. Boah, war das ekelhaft, ey. Boah! Die Themenchemie ist da. Aber ist ja trotzdem lieber. Ja, halt dein Maul, ey. Gibst du mir mal ein D-Moll? Danke. Kannst du mir mal eine Banane, Alter? Gibst du mir mal ein D-Moll? Was ist das, Digga? Liegt für uns an erster Stelle. Und was? Ich kann mich daran gar nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht. Mach nochmal zurück. Number, bitte? Teamchemie liegt für uns an erster Stelle. Und das Mindset muss stimmen und das fängt schon beim Frühstück an. Das fängt eigentlich schon im Zelt an. Aber darüber reden wir in einer anderen Folge. Was machen wir eigentlich? Wenn wir jetzt im Wald plötzlich merken, oh oh, der Hunger. Da passiert was. Ich muss mal für große Papis. Ja. Was machen wir dann? Wir schachten in den Wald. Das Klopapier des Waldes. Einmal so, einmal so. Geh mal in die Hocke und lehn dich nach hinten. Lass dich, lehn dich richtig rein. Hab ich nach hinten. Gewicht, so, genau. Das hier nennt sich Tactical Schiss. Das sind deine Autoskills, ne? Und sich dann ganz tief in die Augen gucken, Alter. Ich schwöre dir. Das ist doch einfach nur schlau, oder? Ja, es ist aber auch eine Thematik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ne? Ey, safe. Du, und das geht bei mir schnell. Wenn's kommt, dann muss passieren. Hast du den schon mal gepult? Tatsächlich noch nie. Ich habe noch nicht mal einen passenden Partner dafür gefunden. Aber vielleicht sehen wir noch mehr in der folgenden Folge. Daran erinnere ich mich gar nicht, ist das geil. Gewicht, richtig. Vor allem auch, ich bin so dead serious, ne? Ja. So, genau.
Okay. Das hier nennt sich Tactical Shiss. Okay? Ja. Und das finde ich schön. Okay. Wie macht ihr das? Tatsächlich ja. Der Ehrgeiz hat auch ein bisschen reingekickt gestern Abend noch. Sabrina und ich haben noch ein bisschen diskutiert und uns ein Plänchen gemacht. Wir haben es schwer gegen diese sportlichen Teams, aber wir schreiben uns noch nicht komplett ab. Und obwohl 8.30 Uhr angesagt war, hält sich das Verständnis bei den Frauen in Grenzen. Abfahrt in 10 Minuten! Abfahrt in 10! Was? Jetzt aber, übertreibt man nicht. Ja, jetzt halt mal den Ball flach hier. Die auch immer, ne? Ja, die hat so ein bisschen gekommen. Ach du Scheiße. Digga, es geht wieder los. Proviant, Digga. Proviant für die ersten Frühstück. Ich schwör's dir. Digga, das Beste ist ja wirklich, dass am selben Tag sind die morgens noch losgefahren, abends, und haben dem noch ein anderes Bier geholt, weil er kein Kölsch saufen wollte. Das war so was dumm. Können wir nochmal die Luxusgegenstände changen? Können wir nochmal einen Kasten Bier mitnehmen? Ja, ja, ja. War ja auch erst angefragt. Die wollten ja erst einen Bollerwagen mitnehmen. Ja. Finde ich geil. Zu sau, warum Rucksäcke so viele Taschen haben? Zwei. Boah, nee, ist doch schwer. Zwei in der Hand, Alter. Wie viel Hülsen hatte der dabei? Hülsen, wie viele Mollen? Das weiß ich nicht. War der ganze Rucksack damit voll? Man vielleicht noch, ne? Ich will jetzt schon ab, muss ich ja schnell trinken, damit es leichter ist. Abfahrt! Warum? Oder wie war die Melodie? Wir werden richtig viel joggen mit Evo. 8.30 Uhr. Let's go. Packt eure Sachen, dann geht's los. Aber bevor es losgeht, Tobi, erzähl uns was über die heutige Strecke. Die Gruppen starten in einem kleinen Ort und es geht am Anfang direkt hügelig los. Wer sich nördlich der Luftlinie hält, der kann ein bisschen einfachere Wege finden. Allerdings macht er auch einen kleinen Umweg und Höhenmeter muss man so oder so machen. Richtung Challenge wird es dann langsam ein bisschen einfacher. Tobi war so ein geiler Typ. Kurze Erklärung, Tobi war der Dude auch, der die Challenges aufgebaut hat und der ist, glaube ich, auch unter anderem im Kicker tätig, ne? Und da wäre es jetzt cool, eine Karte zu haben oder einfach mal so eine kleine Übersicht zu haben, so wo hätte man langlaufen können und so, aber anscheinend... Ach so, meinst du es jetzt? Ich dachte, wer Tobi ist jetzt. Okay, ja. War da eine Karte, wer Tobi ist? Ja, kurz. Ja, 100 Kilometer Streckenexperte. Der kann ein bisschen einfachere Wege finden, allerdings macht er auch einen kleinen Umweg und Höhenmeter muss man so oder so machen. Richtung Challenge wird es dann langsam ein bisschen einfacher. Nach der Challenge geht der direkte Weg oft quer durch den Wald. Auch hier kann man wieder entspanntere Wege finden, wenn man ein bisschen über Feld- und Waldwege ausweicht. Ein Umweg, der nicht unerheblich sein kann. Irgendwann kommen die Teilnehmer dann durch eine kleine Schlucht und danach erwartet sie ein Stück mit geschädigtem Wald. Da liegen wirklich die Stämme kreuz und quer. Wer also in der Luftlinie bleiben will, muss klettern. Auch hier kann man wieder ausweichen mit Umweg. Am Schluss... Man muss wirklich sagen, diese Info wurde uns ja auch schon am Abend davor gesagt. Und genau so in dem Tempo hat er es gesagt. Ich komme da auch bis heute nicht hinterher. Ja. Ne? Wenn er das sagt, ja, wenn er da lang geht, da. Geil wäre auch so ein kleiner Zettel vielleicht gewesen. Ja. So ein paar Hints. Ja. Ja. Oder vielleicht eine Karte. Oder einfach eine Karte, Scheiße. Das ist auch gut. Schluss wird es dann ein bisschen... will, muss klettern. Auch hier kann man wieder ausweichen mit Umweg. Am Schluss wird es dann ein bisschen dörflicher und dann kann man ganz am Ende zum Camping noch einmal ein Stückchen durch den Wald und dann ist man auch schon da. Alles klar. Oha. Vielen Geil. Dank, Team Wildnis. Dann starten wir jetzt gut gelaunt in unseren ersten Challenge-Tag. Guckt es euch an! Da wurden erst die Handys eingesackt. Ne? Das war der Moment der Aussetzung. Wir kommen da an mit dem... Und da haben wir unsere Handys abgegeben, aber da... Ist schon das erste Verbrechen passiert, ja? Die ganzen Leute, zack, zack, zack. Schon bei uns hinten auf der Rückbank. Knirps und ich, wir haben nichts gemacht. Wir nennen keine Namen. Nee, wir nennen keine Namen, aber Knirps und ich, wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht, aber alle am Handy geguckt, Karten, Höhenmeter, alles. Wo geht's lang? Wirklich. Sebo guckt nochmal bei den Karten von den Girls und so. Ja, wo sind wir genau, ne? Guck doch hier im Standpunkt, ne? Wir wurden ja auch als erstes Team losgeschickt, ne? Mhm. Also, alle fünf Teams sind auch beim gleichen Standort gestartet und dann in unterschiedlichen Zeitabständen losgeschickt worden. Also von uns sind die wahrscheinlich ausgegangen. Wir sind jetzt nicht die Schnellsten, deswegen wurden wir als erstes losgeschickt. Und dann hatten wir dementsprechend auch gar keine Zeit, nochmal auf unser Handy zu gucken, nochmal nachzugucken. Ja, wo sind wir denn jetzt genau? Wo ist das Grundstück von John Kelly? Coco Jelly mit dem Handy, man sieht's rechts, ne? Erwischt. Luke Kelly hier mit dem Handy, nochmal schön auf Google Maps kurz gepult. Da ist es! Wir haben die Beweise, Freunde! Da! Sebo! Da ist er! Was ist denn das hier? Das ist Google Maps! Aber wir müssen weiter rein. Geile Scheiße, Alter. Ein Challenge-Tag. Guck mal, auch sowas. Sebo hat doch auch eigentlich keine Karte, oder? Ja.
Das habe ich auch, das haben wir ja gar nicht mitbekommen, diese Momente, nee, ne? Die waren ja ganz. Ach. Ihr hattet doch auch den 30-Minuten-Bonus, oder? True, ja. Vom Vortag. Ja, das muss, das muss man auch sagen, aber den haben wir uns ja auch verdient. Den haben wir verdient gewonnen, ja. Mhm. Vorher werden die GPS-Geräte ausgeteilt und alle Kandidaten versiegeln ihre Handys. Okay, alles klar. Freunde, viel Erfolg euch allen. Jetzt geht's los. Wir sehen uns. Hoffentlich nicht auf dem Weg. Hoffentlich nicht auf dem Weg, ja. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Er sagt Chiro. Ist das die richtige Richtung? Guck mal, wie lost wir sind. Die anderen so, ah ja, da gehen wir lang, da, 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 da. Wo sollen wir jetzt noch mal genau lang gehen? Ich glaube, die haben noch, der hat noch so. So ja, hat er gemacht. Ja. Jetzt. Er sagt Chiro. Ist das die richtige Richtung? Komm, wir gehen einfach da lang. Wir gehen einfach da lang. Ciao. Oder? Alles klar. Macht's gut, Leute. Und dann noch so alibimäßig die ersten Meter gerannt. 100 Kilometer. Tag 1. Ich kann nicht mehr. Können wir eine Pause machen, bitte? Richtig heiß. Ich muss sagen, wir sind echt eigentlich ganz low equipped. Ich hab hier die schönen. Die sehen aber schnell aus, die roten Schuhe, ja. Digga. Ich hatte richtige Wanderschuhe und du hattest solche roten Skechers. Ja, das Problem war, wir hatten ja wirklich zwei Tage vorher gefühlt erst richtig zugesagt. Und Wanderschuhe einzulaufen wäre noch mehr Pain gewesen. Tja, diese Schuhe, merkt euch diese Schuhe. Mehr kann ich dazu merkt jetzt nicht sagen. Merkt euch die schnellen roten Schuhe. Sagen, wir sind echt eigentlich ganz low equipped. Ich hab hier die schönen 100 Meter für die Kamera, nee, das ist richtig. Das sind es nicht, das sind so Sportschuhe. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Ich schlüpfe da ein bisschen drin rum, aber wir gucken einfach mal. So, Freunde, jetzt schon mal ein Like aufs Video da lassen. Glocke aktivieren und eine Mitgliedschaft abschließen. Ne? Und teilt das mit euren Freunden. So. Stark. Also, genau so haben wir es uns vorgestellt. Ja, Digga. Wie geil. Leute, Like da lassen, Kommi und so. Das Call to Action. Wir sind die Experten. Vor allem, ja? Wir haben das die ganze Zeit gemacht. Immer so Kamera in den Arsch und aus dem Mund. Digga, raus, guck mal, so. Wie er aus dem Mund kommt, die Kamera. Ich schaff's abschließen. Ne? Und teilt das mit euren Freunden. So. Roman, vielen Dank, dass du es gemacht hast, ja, Alter. Geil. Ich frage mich, wie oft es noch kommt, weil wir haben das, glaube ich, echt jedes Mal gemacht, ja. Ne? Ja, ja, ja. Ist tatsächlich Folge 2, aber ist die erste Challenge-Folge. Ja. Also deswegen also, denke ich mir jetzt auch, ist eigentlich ist in Ordnung. Ist eigentlich das. So die Folge 1. Ist gefühlt, eigentlich ja. Folge 1. Ja, ja, ja. Eine Mitgliedschaft abschließen, ne? Und teilt das mit euren Freunden, so. Warum drittes Mal lustig? Also wenn Phil und Ovi hier dran vorbeikommen, dann nehmen die sich auf jeden Fall eine Packung Zigaretten mit, oder? Das ist doch klar, oder? Oh, eine Rutsche, Alter. Nehmen wir die mit? Wollen wir direkt schon so loslegen? Ja, 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 ja. Es geht um Zeit, wir gehen erstmal rutschen, Alter. Wirklich? Vor allem die ersten 100 Meter so sprinten, ja, so, ja, ja. Los geht's. Alle dann, so, Alter, ziehen die das durch und dann wollen wir die mitnehmen. Das war halt wirklich das Geilste. Ich glaube, wir haben einfach nicht gerallt, dass die alle irgendwie ultraschnell unterwegs sind. Ja, dachten, alle wussten so den Weg auch, ne? Ja, alle ja, wussten ja. Von Anfang an den Weg. Wo müssen wir lang? Wollen wir die Rutsche mitnehmen? Das war genial, wirklich. Ah, ja, ja. Ja, ich liebe es. Ja! Steinbein gebrochen. Alter, dreh dich mal um. So. Das war noch nicht mal ein Kilometer. Und die Hose ist schon nass. Geil. So, bis dann. Mach du mal ein bisschen Arsch, bitte. Jawoll, Digga. Das war die besten Übergänge, Alter. Ich schwör's dir. Zeigst du mal bitte deinen Arsch? Ja. Alter, das haben wir die ganze die Zeit lustig. Gemacht. Das haben wir wirklich die ganze Zeit gemacht, Alter. Geil. So, bis dann. Mach du mal ein bisschen Arsch, bitte. Aber wir laufen jetzt nicht los, Alter. Ganz locker. So ein Kreislauf hoch. Du bist kein Jong? Ja, traben. Oh. Geht nicht wegen meinem Knie. Dass die noch kein Bier in der Hand haben. Komm, mach Bauchbombe. Alles klar, Phil und Ovi. Raucherlunge vorbereiten. Eure Zeit läuft ab jetzt. Raucherlunge. Tschüss. Das ist gefallen. Ey, Pasalacke. Was für ein Pace läuft heute? 6,5er haben wir gerade. 6,5er. Wo sind die da? Wo sind die da direkt? An so einer Straße? Dass die sich damit zerschießen. Weil die weder Sportler sind noch Marschfeste. Und deswegen ist ja, die können die jetzt machen, aber wenn die ja 3-4 Tage am Stück machen, sind die am dritten Tag schon im Arsch. Das war der erste. Ja, wir haben den ersten knapp 1,5 Kilometer jetzt durch.
sind jetzt hier oben und das war ein guter erster Run, würde ich sagen. Wir sind so querfeld, also wird gar nicht gefilmt. Erstmal ein bisschen Holy. Haben uns hier einen schönen Stamm hier gönnt. Ja! Also Alter. Sehr geil. Okay. Also die Schuhauswahl, ich kann ja mal kurz zeigen. Ist nicht. Die guten Sketch. Wirklich ein Kilometer komplett aus. Mal. Hier nach dieses Netz. Ein Kilometer. Das kommt direkt rein. Ich merke, meine Füße arbeiten. Aber das. Was soll ich machen? So? Um ein Abdenken. Ausziehen. Vielleicht Barfuß Run. Barfuß Run? Nein, 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 das machen wir nicht. Okay, alles klar. Drei. Zweites Team. Ich darf gegen einen auch von der Europameisterschaft antreten. Oh, eure Zeit läuft ab jetzt. Wie alle losgerannt ja, sind. Ja, weil wir so auf Fake gemacht haben. Ja, ja, ja. Wir sind unterwegs. Unser Ziel wird es heute auf jeden Fall sein, dass wir die beiden Krass, Teams, die vorne sind, heute überholen. Ja. Hinter uns sind die beiden Runner-Teams. Das ist ja auch für uns jetzt das erste Mal, dass wir die sehen. Ja, die gegen die Runner-Teams. Wir haben gerade schon überlegt, ob wir doch straight line laufen. Als einziges Team, weil alle anderen haben ganz klar gesagt, die gehen an der Straße entlang. Was haben wir gesagt? Also, ich weiß ja nicht, was die machen, aber wir... Mit wem hat Sebo geredet? Ich weiß es nicht, also nicht mit uns. Wir sind Straightline gelaufen. Ja. Naja, schauen wir mal. Straightline laufen? Als einziges Team, weil alle anderen haben ganz klar gesagt, die gehen an der Straße entlang. Das ist einfach zu hügelig und das wäre, glaube ich, keine schlaue Entscheidung. Wir wollen mit in der ersten Hälfte Kraft sparen, fit an der Challenge ankommen, weil die Challenge für uns die einzige Möglichkeit ist, doch oben irgendwo mitzuspielen und dann auf der zweiten Hälfte Vollgas geben, um eventuell doch eine Überraschung zu erzeugen. Ja, jetzt heißt es erstmal schnell marschieren. Und Spaß haben. Und Spaß nicht verlieren. Genau, also let's go. Die haben aber ganz schön viel Spaß. 100 Kilometer. 100 Kilometer. Die brauchen mehr Material. So, weißt du, was ich meine? Wie die ganze Zeit Schnittmaterial mit auf. Screen Time! Screen Time! Shark. 100 Kilometer. 100 Kilometer mehr. 3. Hey Leute. 2. Wir sehen uns. 1. Lasst euch Zeit. Eure Zeit, Leute. Jetzt. Ciao! Ciao! Komm rein! Viel Spaß! Die rennen wirklich. Let's go! Die sagen jetzt, ja, in 15 Minuten laufen die uns über den Haufen von wegen. Ich sehe schon, die sagen die ganze Zeit, oh, wir sind so, ja. Susi und Maggie, ihr seid stark unterwegs. Aber wir unterschätzen euch überhaupt nicht. Ihr versucht euch ein bisschen da unter den Scheffel zu stellen, aber das müsst ihr nicht. Deswegen, das wird ein harter Kampf werden. Ja, Checkpoints 1. Die Blautheke! Was Phil und Ovi hier machen, ist eigentlich verboten. Denn Geld ist ein Luxusgegenstand, den sie nicht dabei haben dürfen. Wurde aber alles nicht kommuniziert richtig, muss man ehrlich sagen. Wurde nicht richtig kommuniziert mit dem Geld, ja? Ja, weil ich wusste es auch nicht. Erstmal an die blaue Theke, was wird da getankt? Super Plus, sag ich. Super Plus. Erste Verwarnung. Wir waren auch bei der Aral, eben Kühlschutz und kaltes Getränk holen. So, das war der blaue Glück. Aral, guck mal, wer da hinter uns kommt. Ist da ein Sebo. Phil und Ovi waren an der Tankstelle und kommen gerade mit einer Wasserflasche raus. Erstens hat sich Phil geschämt, dass ich ihn mit einer Wasserflasche entdeckt habe. Zweitens war es lustig, weil es tatsächlich 20 Minuten nach dem Start war. Die sind am Joggen, Alter. Machen die sich alle kaputt. Ist egal. Die haben gejoggt. Also das ist den letzten Platz. Wir sind hier angetreten, um Spaß zu haben, aber uns auch nicht unter Wert zu verkaufen. Genau, und man muss sagen, es ist moderates Joggen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier ausruhen. Wir sind ganz entspannt. So, jetzt machen wir die Kamera aus und trinken Bier gemütlich. Das, behind the scenes wurde gesagt, in Klammer Vorsprechen, Geld ist Luxusgegenstand, oder? Ich glaube, vieles wurde, also zum Beispiel, wir waren ja das letzte Team, was angekommen ist. Und ich glaube, da wurde beim das gesagt. Beim Einzug, meinst du? Genau, aber da waren wir noch gar nicht da. Ja. Alle anderen, nur wir nicht. Das heißt, wir wussten das wirklich nicht. Ja. Aber wir haben es auch nicht gemacht. Oder? Was haben wir nicht gemacht? Haben wir Geld benutzt? Nee, haben wir nicht, oder? Nee. Nee. Nur einmal Bus fahren. Das war's. Ganz entspannt. So, jetzt machen wir die Kamera aus und trinken Bier gemütlich. Drei. Zwei. Ich kann mich an so viele Szenen auch gar nicht mehr erinnern, Digga. Sorry, ich hab nur drauf gewartet. Alle sprinten ja. So. Und unsere Einspieler immer so. Alalalala. Es wird noch besser, ich sag's dir. Drei, zwei, eins. Eure Zeit läuft. Let's go. Jetzt.
Viel Spaß. Viel Erfolg, Jungs. Er ist schon im Tunnel, Alter. Sie gehen tatsächlich immer noch, aber ich halte das für eine Taktik, ich glaub, das ist die keinen Sinn macht, weil wir sind ja die Letzten, die hier sind. Also ich meine, vor uns müssen sie nicht verstecken, dass sie gewinnen wollen, oder? Das ist geil, aber das ist halt Luke Jelly. Das ist geil, dass die als Einzige gehen, so einfach so, yo, wir können's. Die ersten Meter liegen jetzt schon hinter uns. Wir machen uns gerade bereit, wir planen jetzt gleich schon die erste Laufstrecke. Schon mal ein bisschen ins Laufen reinzukommen, gerade sind wir noch am Gehen. Sind gerade, ja gut, sag mal 500 Meter gegangen. Endlich bestätigt sich unsere Schuhwahl. Was ich richtig interessant fand, Luke und Elia, also Luke hat mega dafür gesorgt, dass wir nicht wissen, dass die eine Karte dabei haben. Ja. Der hat das richtig versteckt am Anfang die ganze und Zeit. Und auch, ja, er hat ja auch eine Kreditkarte und so. Und ich glaube, er wollte, also was ich so gehört habe, war auch so, ja, ich will nicht, dass die anderen Teams das so wissen und so, ne? Ja. Ich wusste es trotzdem direkt am ersten Tag. Ah, moin. Wurde mir gesteckt. Ja gut, ich sag mal 500 Meter gegangen. Endlich bestätigt sich unsere Schuhwahl hier im Gelände. So muss das sein. Wanderschuhe, keine Running-Schuhe. Geil. Ich wusste, dass wir die Einzigen sind, die Schnittbilder machen, die wir beide. Also wir haben gemerkt, es gibt Sachen, wo Straightline total geil war, weil wir uns da so ein paar Kilometer gespart haben. Statt außen rumzulaufen, einfach durchgegangen sind. Also man muss irgendwann ein Bauchgefühl haben, wie weit komme ich jetzt von der Ideallinie ab? Lohnt sich der Umweg noch? Und ich glaube, wir haben uns da gut ergänzt und gute Lösungen gefunden. Wir sind, glaube ich, mehr auf Wegen gelaufen als erwartet. Und haben Straightline maximal zu einem fünften Bild genutzt. Sebo wird hier gerade ein bisschen abgehangen. Sabrina zieht einfach durch. Ich hab dich! Ja, Team Outdoor! Ey, wir machen Team Outdoor alle Ehre, oder? Ja. Voll durch und jetzt durch den Bach. Geil! Ach moin, ihr schon hier? Kommt rein, ich hab's schon gedeckt. Na, kommt mal rein. Nein! MTV Cribs, yo. Läuft gut soweit, oder? Ja. Wir sind jetzt mittlerweile bei 6,5 Kilometer haben wir noch auf dem Tacho. Ich hab so ein bisschen Schiss, dass zwischen den Beinen sich da so ein bisschen, dass ich mir einen Wolf laufe. Ich glaube, es ist unmöglich, dass wir jemanden auf der Strecke treffen. Das wird nicht passieren, weil wir viel zu krass straight durchgegangen sind. Aber wir hatten halt so ein bisschen Sorge, weil man weiß ja, wenn man so sich durchs Dickicht begibt, dass das halt super langsam ist. Ja, super oft abgekürzt und auch einfach... Warum sieht das so aus, als hätten wir da einfach die schönste Zeit unseres Lebens, ich oder? Ich schwör's dir auf Musik im Hintergrund. Alle so. Ja, wir machen es im Wohnzimmer. Vatertagstour. Ja, alles so. Man so sich durchs Dickicht begibt, dass das halt super langsam ist. Ja, super oft abgekürzt und auch einfach, wir haben Glück gehabt mit den Wegen tatsächlich, meiner Meinung nach. Und jetzt wünschen wir uns. Das war ein Ostern, einfach random. Ostern, es kommt ja erst im Mai. Ja, bei uns ist gerade Ostern. Schönen Muttertag. Aber Leute, ihr wisst schon, dass es hier auf Zeit geht, oder? Schönes Picknick gemacht, Alter. Schön, wa? Ich sag mal. Guck mal. Schön, wa? Ich sag mal. Geil, genauso habe ich es mir gewünscht, Alter, wirklich. Schön, wa? Ich sag mal. Haben wir uns verlaufe hier? Sind wir jetzt im Pott oder was? Ich bin gerade, Junge. Taktischer Entschluss. So. Phil orientiert sich jetzt anhand der Karte. Ja. Also ich muss sagen, ich komme mir vor. Er orientiert sich jetzt kein anhand Geld der für Karte. Bus, da waren wir. Um zu Perle zu kommen, musst du laufen. Ey. Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Ich würde auch sagen. Also es ist ja nicht, ihr dürft keine Gegenstände nicht mitnehmen, die ihr findet. Wie verstecken wir da? Wie verpacken wir das? Am besten außen an Rucksack dran, oder? Weil da ist halt auch wichtig, ne? So ein Messer stellt auch immer eine Gefahr dar der Selbstverletzung, gerade im Falle eines Sturz. Deswegen sicher verstauen und nicht einfach in die lose Hosentasche stecken. Weil egal wie gut man ist, steckt man sich das Messer im Bein, hat der Spaß ein Loch. Ich dachte, da kommt jetzt ein Reim. Hat der Spaß ein Loch? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Die sind ja auch echt voll viel Straightline. Update von der Strecke. Was das sagt jetzt das erste Video, was GPS-Geräte Orienteering WM 2024. Sehe unser ich, Gerät so läuft, sagt noch 4,87 und wir sind komplett auf Track.
Ein Team haben wir schon überholt. Ja! 4,87 noch bei dir. Er ist ja mein Gewinn. Hab aber auch schon Muskelfaserriss in der Hüfte. Also wir haben uns das Ganze jetzt mal angeguckt auf der Karte mit dem GPS-Gerät. Und wir gehen jetzt diese Straße hoch, weil dort oben, also ziemlich genau in der Mitte vom Bild, die Challenge sein soll. Etwa, ja, 1,4, 1,5 Kilometern von unserem aktuellen Standpunkt aus. Wir halten euch auf dem Laufenden. Alter, da geht's ja richtig steil runter. Scheiße. Oh, das war's fast. Darf ich dir die GoPro zugeschmissen? Das war's fast. Wie bist du hier runter? Sieht gar nicht so steil aus. Das war ultra steil. Boah, hier die Kamera mal rüber. Sicher? Alter. Ja, wenn die jetzt kaputt geht, das wäre übel kacke. Ich werf die dir direkt zu, ja? Ja, moin. Ja, moin. Da wäre auch ein geiler Cut gewesen, potenziell. Plötzlich Simon Unger auf dem Longboard, weißt du, was ich meine? Ja, moin. Ich würde jetzt so einen Powerslide hier runter machen, glaube ich. Ja. Oh. Ja, guck mal, so geht das. Ja, stark. Aber wenn man jetzt einmal den Grip verliert, dann war's das. Oh, oh, oh. Oh, shit. Doch, dann geht's weiter. Komm, gib Gas. Jetzt lässt du das so auf der Kamera stehen, als wenn du schneller gewesen wärst als ich. Ja, ist doch so. Komm, 10 für... Für wen? Wie random. Weiß ich nicht. Für Astra. Für Astra und für Arno Dübel. Ist das scheiße. Elektrolyte mal. Aber man muss sagen, also die sind auch ultra witzig. Ja. Weil ich glaube, wir sind schon so die Teams Humor eher. Ja. Das sind schon richtige Charakter. Ne? Ja, ja. Auch. Weiter geht's. Die erste Molle. Elektrolyte-Molle. Sabrina? Ja? Ich weiß schon, was du vorhast. Meine Mama hat immer gesagt, dummes nicht ausweichen. Dumm ist der, der dummes tut. Aber ein bisschen Spaß muss ja sein. Don't do stupid things. Ihr seht, was ich meine. Was? Also wir müssen definitiv den Fluss überqueren. So, zwei Stöcke, um sich ein bisschen abzustützen, ranzutasten, Wassertiefe zu eruieren. Die gehen durch den Fluss. Vorfühlen und einfach ein drittes Bein zu haben, ergibt Sinn. Oh Mann, Digga. Das ist wirklich so. Da kommt manchmal kommt durch, dass er auch auf YouTube cuttet, weißt du, ja, wie ich meine? Ja, drittes Bein bei Sebo, ja moin. Ich glaube, er cuttet für sich selber so ein bisschen. Hey, und gib Schicht, du musst aufpassen. Deswegen die Stöcke. Oh, gefährlich auch, ne? Ey, das ist richtig dumm. Aber wir haben keine Wahl. Schwimmung. Wir müssen darüber. Es ist gut kalt an den Füßen. Es brennt. Wie auch, ne? Ja. Wichtig ist jetzt hier wirklich vorsichtig vorantanzen, weil gesagt, egal wie viel Zeit man nicht, verliert, oder? Die Verletzung dauert länger. So, vielleicht die Füße haben wir auch erfrischt. Und wir haben es geschafft. Kneippbad. Juhu, Kontrabarung, Bams, geschafft! Da unten ist ein reißender Fluss. Es geht hier steil nach unten, wir müssen natürlich gucken, ist da eine Wasserüberquerung? Kommen wir da rüber? Müssen wir uns vielleicht ein Boot bauen, ein Kajak? Müssen wir die Schuhe ausziehen? Ich kann nicht mehr auf! Horn. Scheiße! Ich gehe hier lang. Ich will den Risky Weg. Vielleicht finden wir eine seichte Stelle. Nee, warte, ich will mal kurz gucken hier. Das war so lustig. Ist hier an eine Brücke über den Fluss, wisst ihr das? Perfekt. Ja, wir hatten halt eigentlich unsere Flussüberquerung. Wir hatten halt keine Lust, durch diesen großen Fluss zu gehen, weil bei uns sah der schon ein bisschen tiefer aus als bei denen, tief, oder? Tief und reißender. Der ging schon richtig die ab, Alter. Reißende Strömung. Und deswegen sind wir so weitergelaufen. Auf einmal war da so ein Angelteich, der so gespawnt ist. Und dann mussten wir nur noch über diesen reißenden Fluss. Musst du mal aufs Klo? Warum? Fragt jemand. Der Holy kommt bald. Perfekt. Ich hatte richtig Schiss. Oh, warte. Mach den einen Schritt auf den Stein. Was ist das mit dem Brücke? Ja, warte. Macht er den Ries? Okay, wir haben's. Ja. Oh mein Gott. Mein Fuß ist schon wieder nass. Wir haben's rausgeschafft. Hier muss irgendwo eine. Das ist schon scheiße, wenn die Schuhe nass sind dann auch. Ja, ne? Das war halt auch, ich hatte ja nur so Sportschuhe an, die sind ja ultra rutschig. Ja, du hast ja richtige Wanderstiefel an, deshalb hat es ja ultra Schiss. Weil
wenn ich da weggerutscht wäre und ins Wasser gefallen wäre. Ciao. Ciao. Oh mein Gott, mein Fuß ist schon wieder nass. Wir haben es rausgeschafft, hier muss irgendwo eine Brücke sein. Das war richtig lost von uns. Passiert. Ich glaube, das hat uns gerade ehrlich so 20 Minuten Zeit gekostet. Wir haben natürlich gestern den Zeitvorteil erspielt. 2 Millimeter die Minute fortbewegt, so gefühlt. Das ist halt schon scheiße, aber wir machen so weiter. Das ist unser Game. Hauptsache, Mindset muss oben bleiben. Moin, Meister. Achtung, Blitzer. Die Rechnung geht ans an Tape House Production dann, ne? Ja. Wir sind auf unserem Weg zur Challenge, um gnadenlos dort einzugehen. Es war eigentlich so, dass wir als vorletztes Team losgelaufen sind, aber hinter uns kamen noch Luke und Elia und wir wussten ja, dass sie viel schneller rennen als wir. Und irgendwie sind wir dann da auf so einem Fahrradweg und sehen von Weitem, hey, das ist doch die weiße Cappy. Der Moment, wenn du Luke Kelly platt machst von hinten. Wenn du den Europameister O20 gleich überholst. Wir haben uns alle nur angeguckt. So. Wir haben es auch gefilmt. So. Aber es wurde nicht gesprochen, weil da geht es schon noch um was. Genau. Ja, wir sind schneller als Luke und Elia. Noch. Ich glaube, die faken nur. Die zünden gleich den Turbo. Luke hat denen erstmal eine Ansage gemacht. Zum Glück relativ direkt den richtigen Weg auch zur Challenge gefunden. Das war also vielleicht zum 1,5 Kilometer vor der Challenge. Hm. Und dann kamen die ewig nicht. Und haben uns schon ein bisschen gewundert. Ja, wir sind am Überlegen. Wollen wir da hoch? Grob in die Richtung ist die Challenge. Man muss mal kurz dazu sagen, was bis jetzt gar nicht so rüberkam, weil alle immer auf Wegen laufen. Wir sind nur querfeld eingegangen. Ja. Da hoch die ganze Zeit. Wir sind es vielleicht war ultra bergig auch die ganze Zeit. Ne? Ja, also das eben gerade, was man gesehen hat mit den Autos und so, ne? Ja. Das war, glaube ich, mit einer der ersten Stellen, wo wir so über normalen Asphalt gelaufen sind. No einfach, joke, ne? Wir sind wirklich von den ersten 10 Kilometern Luftlinie. Ich kann noch nicht reden, das machen wir gleich. Viel über den Acker gelaufen. Ja, es war ja auch extrem hügelig auch einfach, ne? Zu 95% sind wir auf dem Acker gelaufen. So, dieses ganze Gebiet da, so NRW und so, ist extrem hügelig. Das bin ich natürlich als Niedersachse und Berlin-Wohnender gar nicht gewohnt, Alter, dass da Berge existieren. Das war unerklimmbar. Ich schwör's dir. Also, aber wir gucken mal, was wird. Was wird? Oder Fußbus auf Schade, Straße. Schade, dass nicht so krass gezeigt wurde. Ja. Entscheidung steht fest. Wir gehen den kürzesten Weg. Hat dir einer schon mal gesagt, dass ich dich hasse? So Leute, wir müssen jetzt hier ein kurzes Check-up machen, weil ich habe das Gefühl, die erste Blase oder sowas kommt am Fuß. Ich gebe dir mal. Ah, da haben wir eigentlich schon wieder Pause gemacht kurz vorher. Ja, ja, das war nach dem Fluss auch ziemlich. Nach dem Fluss, ein Hügel hoch, dann haben wir da Pause gemacht. Da haben wir Pause gemacht. Auch geil gefilmt. Das wurde nicht mit reingenommen und dann nochmal Pause, ne? Und dann wirklich 150 Meter weiter, weil wir kurz gechillt haben. Ja. 150 Meter weiter habe ich mich auf die Bank gesetzt. Die erste Blase oder sowas kommt am Fuß. Ich gebe dir mal kurz die Kamera. Ich will nicht gucken, Alter. Wenn man guckt, dann tut's doppelt weh. Ja, es war dabei. Geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Und so ab Kilometer 8, würde ich sagen, ungefähr. Ich habe so gemerkt, ey, irgendwie hier an der Innenferse, ne? Linker Fuß, rechter Fuß. Ich habe so gesagt, wir müssen mal kurz Pause machen. Ich glaube, es wäre gut, präventiv ein Blasenpflaster draufzulegen. Wir haben an meinem Socken blaue Abriebe gesehen. Und dadurch wussten wir halt, der reibt wie Sau, der Schuh. Das wird eine Blase, 100%. Könnt natürlich jetzt auch die Socken wechseln nochmal. In die Merinos? Ja. Try. So, das wären jetzt die Merino-Wollsocken hier. Alright, so ein bisschen Socken gechanged, Papi. Sind sowas von back on track. Lauf mal ein bisschen. Ja, es fühlt sich noch komisch an, man muss jetzt erstmal da... Aber ist bei mir auch wirklich immer so, wenn ich so laufen gehe oder ich kenne das noch beim Fußball, wenn ich dann so danach oder in der Halbzeitpause so mir meine Füße angucke und dann sehe ich so diese Blasen und so diese offenen Füße, dann reagiert erst der Kopf und denkt so, Alter, aua, au, und dann ist man da die ganze Zeit drin, ne? Und ich glaube, ab dem Moment, wo du schon so gesehen hast, Alter, das reibt so ein bisschen. Problematisch war halt, muss man dazu sagen, die Schuhe hatte ich geholt, da war ich 18, das war so meine Prime, ja, ohne Scheiß, das war so meine Prime-Basketballphase und da mussten wir halt immer laufen gehen, dafür hatte ich es geholt. Das waren eigentlich gute, so 120 gute Euro Basketballschuhe. Laufschuhe. Nee, Laufschuhe, ah, okay. Schon fürs Laufen. Und auch für so, es gibt ja so verschiedene Terrains und das war so für schon für Straße eher viel und so Laufbahn und so ein Scheiß. Gut, dass wir dann über Stock und Stein gelaufen sind, ne? Querfeldein. Das Punkt 1, aber Punkt 2,
die Dinger waren halt so geschnitten, dass hinten quasi wirklich, wo ich da gerade abgeklebt habe, die ganze Zeit der Fuß so ein bisschen grün ist. Und der Sockel, der eigentlich weiß vorher war, war richtig blau an der Stelle schon. Und ja, ab dem Moment war Mindset bei mir ein bisschen schwieriger, aber er hat mich immer wieder zurückgeholt. Wir gucken mal weiter. Es wird auf jeden Fall spannend jetzt langsam. Lauf mal ein bisschen. Ja, es fühlt sich noch komisch an. Man muss jetzt erstmal da warm werden. Ja, fuck ey. Jetzt lauf ich mir da eine Blase, was eine Scheiße. Da ist das Mindset schon, dazu. Und es war gut, glaube ich, so um die Kilometer dann nochmal zu reißen zum, hier, zur Tageschallenge, zur ersten. Bauer, tut uns leid, wir gehen auf deinen Acker. Stark, Limbo. Bam! Ja, jetzt noch 50 Minuten, dann sind wir schon mal da. 40 nur noch, okay. Mäh! Tempomacher, ne? Die schnell gelaufen. Die stoppen ab und warten auf uns. Oh, guck mal. Wollen wir noch ein paar Meter machen? Komm noch mal ein paar Meter mit, Jungs. Komm mit, komm. Lass dann den Füßen aber sprinten. 100 Kilometer noch. Danke für die Energie, Jungs. Danke. Mäh. Hätten wir uns mal einen mitnehmen sollen, Gruß oder? An eure Homies. Wir sind raus. Wenn unsere Gegner vorbeikommen, schickt die einfach mal in die andere Richtung, ja? Danke euch. Danke euch, ja. Ciao. Bis später. Ihr könnt auch ruhig die sonst ankacken oder so. Also, wie ihr wollt, ne? Die ersten 10 sind geschafft. Jetzt geht's zur Challenge. Zacken wir mal noch rein. Ja, mal sehen, was uns erwartet. Unser Motto ist, einfach machen. Wir machen es einfach und denken gar nicht drüber nach. Also hier ist ja auch unsere Zeit gestoppt. Das heißt hier, egal wie lange wir für die Challenge brauchen, das wird nicht für die Zeit. Der Abt hat auch noch mal gefragt, würdet ihr nochmals angefragt werden? Wie wäre die Antwort? War schon ein geiles Projekt und vor allem auch das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Mhm. Ne? Das heißt ja, man guckt sich an, was kann man noch für die zweite Staffel alles cooler machen? Mhm. Ich hätte Bock. Ja. War schon auch, also auch das Team drumherum, alle ultra cool drauf. Gestoppt. Das heißt hier, egal wie lange wir für die Challenge brauchen, das wird nicht für die Zeit, für die Gesamtwertung gewertet, sondern nur das reine Laufen an sich. Check. Und damit erste Challenge von 100 Kilometern. Los geht's. ABC? Die erste Frage würde ich tippen auf... Danke nochmal, A, B oder C? Ich würde auch sagen, C, B oder A könnte sein. Da kommen sie. Mega. Hallo. Ja, mega. Hier. Ja, mega. Ey, Joey. Starke Frau. Habt ihr gut gemacht. Da kommen wieder welche. Was erwartet uns hier? Nein. What the fuck? Als sechstes gestartet, als zweites angekommen. Kommt zu uns. Hello. Hey. Hey. Guck mal. Wie, kein Bierchen? Wir haben gerade ausgetrunken, tut uns leid. Wer noch nicht ausgetrunken hatte, waren Phil und Ovi. Ja. Prost, Männer. Ist ja aber auch schon 12 Uhr. Prost. Hier sind wir. Hey! Oh nein. Das Elena-Team. Das sind die einzigen, die wirklich durch den Wald ankommen. Weißt du, die nicht über den Weg kommen, sondern die einfach... Das heißt, die so ein Querfeld. Mädels. Da muss man ja dazu sagen, bei dem Zeitpunkt hatten wir so ein bisschen Selbsteinschätzung, ne? Wir dachten so, Alter, wir sind so straight line geballert. Wir sind die ganze Zeit geradeaus durchgelaufen. Es kann doch nicht sein, dass uns, wir haben auch keinen gesehen, ne? Es kann ja nicht sein, dass uns irgendjemand überholt hat, ne? Wir kommen bei dieser Challenge an und deren Reaction war so, also wir so, wir haben davor, glaube ich, haben wir sogar noch auf Kamera gesagt, wie so, ja, vielleicht was würdet ihr, ja, erster, zweiter, vielleicht dritter, aber wir haben ja eigentlich keinen gesehen, wir kommen da schon echt sehr früh an. Die Reaction, als wir ankamen von den Leuten war, da seid ihr ja endlich. Oh mein Gott, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Ich schwöre, und wir haben, ab dem Moment waren wir richtig in einem Loch. Ja. Richtig in einem Loch. Da war Mindset ganz unten. Ich bin gespannt, was sie nach der Challenge auch zeigen, weil da waren wir... Da waren wir komplett im Keller. Da komplett waren wir, down. Ja, da waren wir richtig down. Nochmal 5 Minuten. Die ersten 10 Mädels, wie waren die ersten 10 Kilometer? Gut. Gut eigentlich. Gut, ja. Gut. Sind wirklich gut durchgekommen. Ich fand es auch sehr angenehm. Es ging schnell vorbei. Gut, wir haben durchgezogen. Ich glaube, wir sind happy, oder? Ja. Wie waren die ersten 10 Kilometer? 16. Gut. Erstes Team, oder? Ihr seid die Ersten. Geil, Alter. Ich hoffe, sie kommen gleich, sonst kommen wir nicht mal rechtzeitig zum Abendessen. Das wäre schlecht, weißt du, weil ich brauche mein Abendessen und ich brauche auch mein warmes Bett. Alle Abgaben, ne? Wie geht's euch? Boah, Alter, sollen wir kurz mal sagen, wie viele Kilometer wir gelaufen sind? Wie viel? Wie viele Kilometer? 16.
Wow. Plus dann haben halt langsam die, ne, mein Schuhwerk ist nicht optimal. Kurz Stopp. Ich war richtig happy über 16 Kilometer, weil ich dachte, dass wir bis dahin 20 gebraucht hätten und wir sind 4 Kilometer weniger gelaufen. Bis zur ersten Challenge sind ja Luftlinie 10 gewesen. 10! Ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, 16 ist doch übel gut, wie haben wir denn 4 Kilometer gespart? Ach so, weil 10, du dachtest insgesamt 20, ich war komplett lost in dem Moment. Ich weiß gar nicht, was los war. Meine Kassette hat komplett gehangen. Wirklich. Plus 6 Kilometer gegenüber straight und wir sind wirklich so über den Acker geflüchtet. Gefühlt, ne? Alter, Mr. Nougat, vielen Dank für den Shoutout, der. Das war krass. 16. Wow. Plus. Hör ich da gleich. Ja, wie stolz. 16. Sollen wir kurz mal sagen, wie viele Kilometer wir gelaufen sind? Wie viel? 16. Wow. Plus dann haben halt langsam die, ne, mein Schuhwerk ist nicht optimal. Okay. Das hat mir echt ein Bein gestellt jetzt. Ich habe schon Blasenpflaster drauf. Okay, scheiße. Ja, aber ich finde vom Mindset her waren wir die ganze Zeit so, boah, was meinst du, was für ein Platz? Ich sag Zweiter. Ja, oder Erster, Alter. Wir haben noch kein anderes Team gesehen. Wir müssen ganz vorne mitspielen. Seid ihr auch. Also es ist Wahnsinn. Wir so eine Vape. Stunden auf die andere. Die Ankunft bei der ersten Challenge. Das waren wir traurig. Ja, Erfolg. Sind wir die Ersten? Da wird gewonnen. Sondern nur das Ergebnis. Wir sind mit dem Mindset reingegangen. Wir haben ja keine anderen gesehen. Platz 1, Platz 1. Haben wir Platz 1 gekommen? Wir haben gesagt Platz 1. Ich weiß nicht, wer ist ein GoPro. Wir haben ja keine anderen gesehen. Nein. Wir sind die Letzten? Also, nein. Fuck, geil. Das war... Wie richtig hinterfragt vieles, ja. Hat richtig wehgetan in dem Moment, ja. 16 Kilometer, das soll uns erstmal einer nachmachen. Ja, vielleicht... Aber auch so, wir so, 60 Kilometer. Wir so, hä, wie kann das sein, dass wir nicht die Ersten sind? Und dann aber die Szenen, ja, rutschen, guck mal unsere Hasen, guck mal, oh schön, wir so richtig das am Rummeiern. So sie so, wie können wir nicht die Ersten sein? Und gerade wie ich das schon wieder gesagt habe, so 16 Kilometer, muss erstmal einer nachmachen. Ich war komplett verstrahlt. Richtig wehgetan in dem Moment, ja. 16 Kilometer, das soll uns erstmal einer nachmachen. Ja, vielleicht... Ich hab's nicht gerallt, wirklich gar nicht. Es war so dumm. Es war so ich dumm. Ich müsst ihr noch ein bisschen Taktik anpassen. Das könnt ihr später besprechen, weil jetzt kommt erstmal eure erste Challenge. Alte Eiche. Ihr könnt vielleicht schon ein bisschen erahnen, was passiert. Alte Eiche. Und was dafür die Regeln sind, erklärt euch jetzt Tobi Dr. vom Team Wildnis. Dr. Bob. Jungs. Stark! Yo, jetzt, warte, jetzt so, komm hier nochmal! Oh, das war ja voll verkackt! Ja, wäre mir unangenehm. Ah, sehr gut. Mit Stil hier begrüßt. Was geht? Sehr gut. Ihr seht Tobi. Doch gut gelaunt aus, das gefällt mir. Boah, genau. Der war clean, Alter. Unsere Handschuhe, ich hatte auch eine gute Zeit mit Tobi, der war cool. Tobi, weißt du, ich hab mich so gut mit dem verstanden. Ja, unsere Check war clean, Alter. Bei allen so, Was geht, Bro? Guck mal hier. Was geht? Sehr gut. Ihr seht doch gut gelaunt aus. Bam, Alter. Bam, guck mal, wie sich Johannes und Joey auch rüber uns freuen. Oh, das gefällt mir. Die liebe Kugel. Was geht? Sehr gut. Ihr seht doch gut gelaunt aus. Das gefällt mir. Die Laune ist immer oben gewesen, ja? Das war super. Ja, herzlich willkommen erstmal bei der so mad Challenge. Eigentlich. Ich war auch richtig abgefuckt in dem Moment. Ausgesucht. Und vor allem einen Hohn. Oh mein Gott. Wow. What the fuck? Ist das ein Riesenbaum? Eure Aufgabe ist es gleich, am Tau das hier mit den Knoten hochzuklettern. Oh, ihr habt 15 Minuten Zeit, so hochzuklettern, wie ihr es schafft. An dem gelben Seil, das hier schon über euch hängt, seht ihr, da sind Fragen befestigt. Ihr müsst hochklettern, beziehungsweise einer von euch muss hochklettern. Ich habe Höhenangst. Okay. Bis er die Frage lesen kann, die Frage vorlesen. Ich war die zweite dankbar, dass Person ich nicht steht da hoch musste. Unten, ich muss ja die Frage beantworten. Es sind alles Multiple-Choice-Fragen, die man mit A, B oder C beantworten kann. Die Person unten überlegt sich also, aha, Antwort ist A, dann müsst ihr diese Antwort bestätigen, indem ihr diese Bälle hier nehmt und in die entsprechende Tonne werft. Erst wenn der Ball in der Tonne landet, zählt die Antwort, die ihr gegeben habt. Ich habe richtig Bock auf Klettern gehabt und du bist ja auch eigentlich der Baller, ne? Perfekt aufgeteilt eigentlich, oder? Ja. Ich hatte richtig Schiss. Erst wenn der Ball in der Tonne landet, zählt die Antwort, die ihr gegeben habt. Von wo musst du schmeißen? Von da? Hinter dem Ast. Ja, lass mich das machen, du hast schon 5 Bier. Das ist doch ein neues Bier schon wieder, oder? Das wichtig dabei ist, der oben ist und die Fragen vorliest, darf nicht bei der Beantwortung helfen. Die Aufgabe desjenigen, der unten ist, ist zusätzlich noch, ihr müsst vielleicht dafür sorgen, dass die Person, die oben ist, die Fragen gut lesen kann, vielleicht ein bisschen am Seil drehen.
So sieht's aus. Und ihr habt für das Werfen nur 2 Versuche. Hab sie leider nicht geklettert, ne? Wäre aber auch lustig gewesen. Seid ihr soweit? Okay. Los! So. Dann gib du das Go. 3, 2, Go! Lass dir Zeit. Langfang Arm, langer Arm. Joey hat auch so. meinen Hut auf, bei unseren Aufnahmen ein bisschen drauf an. Das sieht gut aus. Er klettert sehr gut. Ja, Sebo kann das, ne? Du schaffst das. Das sieht gut aus, Phil. Das, also jetzt schon besser, als ich dachte, oder? Absolut. Die Freiheitsstatue in New York war ein Geschenk von A. Großbritannien. B. Frankreich. C. Kanada. Wenn du das nicht weißt, ich hau dir auf die Fresse. Ja, Frankreich. Luke, was denkst du? Sag was. Frankreich. Komm schon, Papi, das weißt du. Ihr ratet mit, Chef. Keine Ahnung. Warte. Denk gut nach. Was ist dein Gefühl? Das weiß man, oder? Puh. Das war knapp. Das war schlecht. Nicht getroffen. Oh, Rimshot. Boah, ich hab so viele Rimshots. Stark geworfen, Luke Kelly. Was Sexuelles. Ha? Ist ein Rimshot sagen irgendwas Sexuelles? Ich glaube, das darf man nicht sagen. Mein erstes Bauchgefühl war tatsächlich Frankreich. Und ich glaube, damit gehe ich. Probier's mal, oder? Okay. Komm schon, Papi. Ah, Digga, aber sorry, diese Wurftechnik, das sieht einfach so aus, als hättest du keinen Bock gehabt. So. Einfach so. Oh Mann, guck dir das an, Digga. Einfach der erste, guck mal. Ja, Bruder, das Ding ist, so wirft man halt am cleansten, finde ich eigentlich. Also ich glaube aber, Genauigkeit ist besser von unten. So fand ich es schwieriger. Probier es mal. Weil die Bälle waren halt Luft. Guck mal, wie so ein Dart-Profi da. Oder? Okay. Das sieht man gar nicht so richtig. Dein Bauchgefühl war richtig. War richtig. Aber verdammt, leider Scheiße, hast du nicht getroffen. Okay. Nächste Frage. Joey mit meinem Hut. Folge Nummer 2. Folgt man dem Äquator um die Welt, legt man wie viele Kilometer zurück? Rund 40.070 Kilometer, B. 30.070 oder C. 50.070? Digga, nicht aussehen. Charlie. Richtig dummes Kind, oder was? Chat A, B oder C? Ich hab mal irgendwie was mit einer 4 gehört, deswegen würde ich wieder sagen A. Mhm. Also probierst du A zu treffen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hatte. Der war knapp. Das war. Du schaffst das jetzt, komm. Ja, auf jeden Fall. A wäre richtig gewesen, kein Punkt. War trotzdem aber sehr knapp, ne? Ich habe auch A gesagt, weil ein Kumpel von mir ist ja mit dem Fahrrad um die Welt gefahren. Der ist 44.000 Kilometer unterwegs gewesen. Aber zwar nicht um den Äquator. Spannend. Ich kann nicht mit dem zusammenbringen, der hat einen Kinofilm gemacht. Ja. Mich ärgert. Der ist gerade wieder unterwegs. War trotzdem aber sehr knapp, ne? Das wird mich ärgern. Ja! Und das ist die richtige Antwort. Erster Punkt. Sorry. Da zeigt sich, wer oft am Bierpong-Tisch war, oder? Gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, was geht. Hä? Wo sind wir? Wir wurden einfach rausgeschnitten. Okay, wir waren schon langsam. Wir wurden rausgeschnitten. Und jetzt gleich Gewicht auf die Beine. Wir waren einfach nicht dabei. Digga, der Helm, guck mal, wie der jetzt so auf 11:30 hängt da, oder? Okay, Susi, langsam. Und jetzt gleich Gewicht auf die Beine. Ich glaub an dich. Du kletterst super gut. Ich glaube, der Sabo, der ist der schnellste Kletterer momentan. Ja. Sabo. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch normalerweise? Zähne, nicht wie Stefan Raab, normaler Mensch. A 30, B 32, C 28. Stefan Raab. A, B oder C? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gib uns mal einen Zwischenstand. Wie viele hast du denn? 15 unten und oben wurden mir 2 weggenommen. Dann wäre 30 richtig. Du hast 15 gezählt unten. Ich dachte mal, man hätte gleich viele links und rechts. Ich frag nur. 14, 16, 18. Du, bei oben und unten musst du gleich sein, oder? Ja. Okay, 32. 13, 14, 15. Ah, ich habe wirklich 15 gezählt, aber hier fehlt mir einer. Also 16, also 32. Komm, Maggie. Ach, okay, fass. Einmal ein bisschen Schmerzschwung. Oh, knapp. Boah, war sehr knapp. Gut. Der zweite macht's. Komm schon. Drin. Ja! Eingeloggt. Und die Antwort ist? Richtig! Ja, sehr gut. Weiter, Alter. Die zieh durch. Du hast mein Mathelehrer hat gesagt, wenn du nichts weißt, wählst du einfach eine Antwort. Sehr gut, Knips. Ja, man soll immer quasi Multiple Choice, wenn du keine Ahnung hast,
Kreuz einfach immer dasselbe an. Also immer B zum Beispiel. Das habe ich nochmal richtig erklärt, aber sie haben es rausgeschnitten. Wie viel Prozent der Erde sind circa von Wasser bedeckt? 45, 60 oder 70? Chat, 70. Ihr müsst mitraten. Ja, Charlie. A, B oder C? Jelly. Oh, knapp. Jelly. Scheiße. Komm. War richtig, oder? Wäre richtig gewesen, richtig, leider nicht getroffen. Ich musste mir mehr Zeit lassen. Ich war so sauer. Das war mir richtig unangenehm. Du hast ganz C getroffen und C ist? Richtig. C wäre richtig gewesen. Oh, oh. Leider kein Punkt. Wer schrieb die Harry Potter Bücher? A. Weiß man, oder? James. B. J.R.R. Tolkien. C. Wer war's, Chat? Johnny Key Rowling. Meine Leute wissen Luke, das. Was machst du? C. Komm schon, Maggie. Ja, ja, Mann. Easy. Du gehst auf C? Ja. Okay. Und bitte diesmal treffen, jetzt. Oh, es war zu weit. Der ist drin! C war richtig, damit hat er einen dritten Punkt erspielt. Komm mal, nochmal zurück, Digga. Ich will das nochmal bei Sabrina. Der ist drin! C war richtig, damit habt ihr einen drin. Coke und Jelly. Der ist drin! Ihr müsst wissen, das ist Coke und Jelly. Coke und Jelly und Luke Jelly. Luke Jelly und Coke und Jelly. Coke und Jelly. Coke und Jelly. Ich hab ihn noch ab und zu Coconut Jelly genannt. Coconut Jelly ist auch drin. Der ist drin! Ich will's nochmal sehen, das war so geil. Bitte diesmal treffen jetzt. Oh, es war zu weit. Der ist drin! C war richtig, damit habt ihr einen dritten Punkt erspielt. Er hat sich verknotet. Also, ja. Oh. Einmal. Was denn? Er hat sich verdreht. Okay, okay. Stopp, das ist zu viel. Okay, ja, ja. Kannst du die nächste Frage lesen? Ah, ja, fast. Alles gut. Doch, nein. Oh, mein Ei. Mein Ei ist drin. Digga, ich sag's euch, dieser Gurt, weißt du, dieses Team Bild, das sagt so, ey, du musst aufpassen mit dem Gurt, ne, das war alles, keine Ahnung, Alter, hab ich so dicke Eier oder was, Alter, so das Ei. Weiß nicht, frag doch mal deinen Chat. Das Ei. Scheiße, Digga. Ich hab's schon mal, glaube ich, gesagt. Ich hab einmal in einem Stream hab ich Eisbaden bei mir gemacht auf dem Kanal. Und irgendwie beim Anziehen wieder ist mir meine Unterhose so aufgerissen. Die war aufgerissen. Die Unterhose war so aufgerissen, dann saß ich da so, keine Ahnung, so 30 Sekunden und einfach auch das eine Sein Ei Sack grad rausgekommen. Wild da so raus, Alter. Und irgendwann bemerke ich so, dreh mal kurz die Kamera weg. Das war schön, Fridolin war dabei. Aber da, wirklich, dieses Hochklettern, ich hab Bock auf Klettern, auch an einem Seil hochzuklettern, ist nicht so schwierig, sag ich mal, oder war jetzt nicht so die Challenge, aber ja. Ich konnte da nicht entspannen in diesem Gurt. Dieser Gurt, der hat alles abgedrückt da unten. Ich hoffe, ich kann noch Kinder produzieren. Hast du dich mal checken lassen? Nee, aber Anzeige ist raus, 100 Kilometer, ne? So. Das war die Zukunft von meinen Kindern. Oh, mein Ei. Mein Ei ist Ei ist drin. Oh. Wie war da auch, guck mal. Oh. Ich das noch? Mein Ei. Mein Ei ist Ei ist drin. Guck mal. Was geht da, Alter? Egal. Ist das das andere Ei? Da hatte ich ein Stiffy, Alter. Ich war einfach so geil drauf, weißt du? Ich hatte einfach so Bock auf das Seil. Ich hatte so Bock zu klettern. Da hatte ich ein Stiffy, sagt er. Okay, mach weiter. 1A. Mach weiter. Oh, da muss man durch. Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Was, ein Oktopus? 2, 8 oder 3? 3 wahrscheinlich, weil 8 ist viel zu viel. Das hat, er hat 8 Arme. Okay, dann wieder C. A, B oder C, Chat? Ja, 3. Charlie. Der hat mir Coco Jelly einen Tipp gegeben. Der ist drin. Der ist drin. Und die Antwort war? Richtig! Oh mein Gott! Was hat Coco Jelly da gefrühstückt, Alter? Ey, auch das Porridge von Luke oder was? Ja, wahrscheinlich. Der ist drin. Und drin. Die Antwort war? Richtig! Oh mein Gott! Ich liebe diesen Mann wirklich. Ja. Komm schon! C eingeloggt. Ist richtig. Jawohl. Nächster Punkt. Phil, vergiss nicht, hier unten wartet Bier auf dich. Wo waren wir?
Schon wieder einfach weg? Ja. Ich fühle mit dir. Du kriegst heute Abend Fußmassage. Diese Träne scheiße. Ey, wenn du jetzt aufgibst, ne? Ich geb nicht auf, du Pisser. Du hältst die Fresse, weil du hast gesagt, du willst Fragen beantworten. Du hast eine Allgemeinbildung, Alter. Phil, setz mich nicht so sehr unter Druck, ne? Warum? Weil wir hier mit Allgemeinbildung arbeiten. Wie viele Atemzüge nimmt der menschliche Körper täglich? A, 20.000. B, 10.000. C, 30.000. Oh. 20.000, 10.000, 30.000. Ich konnte da gar nicht entspannen, gut. Also probierst du C zu treffen für 30.000, Maggie? Nee, ich nehme die goldene Mitte. Was machst du, Luke? A, B oder C, Chat? B. 10.000 Atemzüge. 20.000 ist B. Ja. 20.000 ist A. Spinning Joel. A. Guck mal, aber Joel Kelly hilft aber auch beim Seil. Okay, das ist das volle Schätzding. Ich glaube, ich gehe für A 20 die goldene Mitte. Komm, noch mal einmal zusammenreißen. Noch mal, dass Joey drin sagt. Drin. Ja. Der ist drin. Und da war die Luft schon raus, weißt du? Drin. Drin. Die Antwort ist? Richtig. Yeah. Das ist richtig. Der nächste Punkt. Oh, shit, Mann. Stark, Chat. Danach war es nicht mehr die alte Eichel, sondern das alte Ei. Sorry. Chat richtig schlau auch, ne? Susi, zieh noch mal dran. Das sind die letzten Minuten. Ich kotze dich gleich im Strahl, glaube ich. Weißt du, ich gebe da alles und ich werfe immer an den Schein. Poolbillard. Steht welche Zahl auf der schwarzen Kugel? A, 0? B, 4? Oder C, 8? Komm, weiß man auch, oder? Das ist die 8, oder? Ich sag C, ich habe keine Ahnung. Du willst auf die 8 gehen und probierst C zu treffen. Ich kann einfach nicht werfen. Maggie, jetzt hör auf so zu reden! Der geht komm rein jetzt. Der geht rein. Du schaffst das. Der geht rein. Ja. C, 1. Gut, weiß ich. Komm. Die C hat's nicht mit mir. Mach mich stolz, Junge. Oh, komm schon, Konzentration. Ja, ich bin da. Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, die Antwort wäre richtig. Richtig. Aber du hast leider nicht getroffen, deswegen diesmal kein Punkt. Ja! Und diese Antwort war schon wieder richtig! Ja, Papi! Okay, alles klar, haben wir auch schon. Eine noch, Junge. Frage. Los, zieh. Du schaffst das, komm, Junge. Oh. Zieh durch. Oh. Knips war kurz bewusstlos. Denk dran, was ich dir mal gesagt hab. Ja. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Push mich noch mehr. Ihr habt jetzt noch 3 Minuten. Okay. Hier heißt die Hauptstadt von Thüringen. Erfurt. A, Magdeburg. Erfurt. C, Potsdam. Oh, scheiße. Guck mal, wie wir abhängen können. Oh, scheiße. Ja, denk drüber nach, Tine. B ist Erfurt. B ist Erfurt. B, 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 Erfurt. Komm schon, Papi. Nein. Okay, ich sag Erfurt. Geiler das Text. War B, ne? Du sagst B, Erfurt. Dann probier jetzt einzuloggen. Ja. Komm! Oh! Oh Digga, das war so. Der war böse. Das war so abgefuckt. Trotzdem sehr, sehr gute Leistung, Jungs. Die Antwort wäre richtig gewesen. Oh, ja, nicht schlimm. Schlecht. Also das Werfen, muss man sagen. Und die Antwort ist auch korrekt. Und das ist der nächste Punkt. Sagen die, glaube ich, nach der Challenge. Ich weiß es nicht. Schade, Gefühl. Das war knapp. Das war die letzte Frage. Komm runter zu uns. Und Luke, oder? Ja. Oder wir. Respekt vor diesen Leistungen. Weiß, Sie haben alles gegeben. Ich werde dich da runtergelassen. Oh. Alle so cool runter. Und ich, Digga, ich bin geschockt. Oh, mein Alter. Ist das gut nochmal? Da ist was ganz anderes passiert, ich sag's dir. Geil, rein in die Futterluke.
Ich sterbe. Oh Mann, Alter, du warst groß. Ich kann nicht mehr. Guck mal, wie sich alle freuen, Alter. Alle. Alter. Nimm's, komm her. Oh Mann, Alter, du warst großartig. Gut gemacht. Ja, cool. Alter. Oh, echt, oh, war, gut danke. Gemacht. Geile erste Challenge. Coole Challenge. Coole Challenge auf jeden Fall. Das muss kriegen, ich wollte es nicht sagen. Tim kommst heute Abend im Bett. Du stinkst. Du bist stolz auf deine Antwort. Kopf geklettert. Ja, ganz ehrlich, ihr habt das nicht schlecht gemacht, ne? Also, das war nicht schlecht, ja. Wirklich, danke wirklich. Danke schön, Joey. Danke. Elia, du bist ein Klettertalent. Vom Läufer zum Kletterer, zum Bergsteiger. Ninja Warrior. Mädels, ihr erfahrt alles über die Ergebnisse heute Abend. Nicht mit schlechter Laune jetzt weggehen. Es fängt an zu regnen, ihr habt noch 10 Kilometer vor euch. Wir würden jetzt gerne noch eine halbe Stunde mit euch Kaffee und Kuchen essen, aber ich glaube, ihr habt was Wichtigeres zu tun. Die Zeit läuft. Eure Zeit läuft wieder ab jetzt. Wir dachten auch, wir haben uns nicht so viel Essen mit eingepackt und wir dachten, ja, die werden da schon safe nochmal, keine Ahnung, Schokoriegel haben oder irgendwelche Müsliriegel. Wasser. Und Wasser. Wir hatten kein Wasser mehr, wir hatten kein Essen mehr. Wir kommen da an, denken, wir sind Erster, kommen als Letzter an. Das Wetter war schlecht, Papfi hat eine Blase, wir haben kein Essen, kein Trinken mehr. Alter, ab da war kompletter Bruch. Wirklich. Ich weiß nicht, was die jetzt alles zeigen, aber ab da war wirklich Feierabend. Wirklich Feierabend. Und die waren auch so, du meinst so, ja, ich habe so Blasen in den Schuhen und sowas, ne? Und die so, ja, ist schon blöd, ne? Schon scheiße jetzt. Vor allem das Ding ist, als wir dann den nächsten Kilometer gelaufen sind, oder für die nächsten 800 Meter haben wir jetzt über eine Stunde gebraucht. Da waren wir komplett. Da haben wir einfach gesagt, Alter, macht ja gar keinen Sinn mehr. Los, aber gucken, mal gucken, wie das läuft. Jetzt. Wirklich mental gegessen, aber ich glaube, ihr habt was Wichtigeres zu tun. Die Zeit läuft. Eure Zeit läuft wieder ab jetzt. Los jetzt. Zum Camp. Ja, alles klar. Danke schön. Joey. Ab ins Basecamp. Let's go. Viel Erfolg. Chapeau. Arrivederci. Danke. Ey, viel Erfolg. Danke euch. Zieht durch. Wir sehen uns am Ziel. Jetzt kommt der Content. Ich weiß es nicht. Er hat schon gesehen. Mehr. Komm, wir holen jetzt die anderen ein. Ah, die Füße. Vielen Dank. Krone richten. Coole Challenge, wirklich. Nur noch 10 Kilometer bis ins Camp. Wir sind zurück von der Challenge. Eigentlich eine richtig coole Challenge. Ich habe jetzt Basketballstipendium. Susis Performance war wirklich top, muss ich sagen. Also die hat da wirklich dieses Seil da hochgemacht. Es gäbe es keinen Morgen mehr mit Höhenangst. Wir haben alles gegeben, unser Ziel ist immer alles geben. Möge der Beste gewinnen. Wir kommen gerade von der Challenge. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Ich wusste, wenn ich es machen muss, zu klettern, hätte ich es natürlich auch für die Challenge gemacht. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, nee, ich mach das nicht. Dass du dich dann freiwillig gemeldet hast, da bin ich schon echt unfassbar dankbar. Mir wäre so speiübel geworden darum. Ich hätte mich übergeben wahrscheinlich. Ja, Phil, stabile 3 Punkte haben wir, glaube ich. Ja, hätte besser laufen können. Tatsächlich will ich dafür keine Ausrede. Ist einfach scheiße laufen für uns. Wir haben das nicht gut gemacht und dann ist gut. Ohne Scheiß, keine Excuses. Beim nächsten Challenge. Da ein Bier, beim Interview ein Bier. Überall, Digga. Also ich muss schon sagen, der Bierkonsum auch so, das ist schon sehr viel. Ich bin da ja komplett raus, ne? Also online Bierkonsum zeigen finde ich eigentlich gar nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Ja, so mal ein Feierbierchen, finde ich, ist vertretbar. Aber es sollte nicht deine Brand werden, dass du Bier trinkst. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Aber passt zu dem. Es passt zu ihm, aber ich glaube, die Kritik ist da in den Kommentaren. Ja. Ich denke auch zu einem gewissen Punkt. Ist es auch gerechtfertigt, aber. Ist aber auch ein isotonisches Elektrolytengetränk, die Jungs, ne? Also, waren ursympathisch, wirklich. Also, wir haben uns echt gut verstanden auch und. KMD. Weiter, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was scheiße laufen für uns. Wir haben das nicht gut gemacht und dann ist gut. Ohne Scheiß, keine Excuses. Beim nächsten Challenge auf jeden Fall besser. Haben uns jetzt nicht das Gefühl gegeben, als hätten wir gewonnen. Am Ende zählt es ja, welches Team gewinnt. Und die Minusminuten bekommen, ne, die hätten wir gut gebrauchen können. Bei mir am schlimmsten bei der Challenge war wirklich Vinny vom Team Wildnis sagt mir, richte dich davor. Der Gurt muss gut sitzen. Yeah. Alles gerichtet, wirklich nochmal doppelt gecheckt und sowas. Ich bin oben drin, ich merke, der Gurt, mein rechtes Ei. Das. Mein eines Ei ist drin. Ich hab jetzt. Der Stiffy. Mann, das war's mit der Familienplanung, wirklich. Ciao. Ja, da habe ich mich dann auch drum gekümmert.
Das schneiden wir raus. Oh, scheiße. Die Arschlöcher. Einfach den Arsch gewinnen. Wir versuchen jetzt, da so hier in die nächste Ortschaft zu kommen. Aber ich bin ehrlich, ich hoffe nicht, dass wir jetzt falsch gelaufen sind wegen mir. Warte mal, Standort. Wo sind wir? Da. Neunkirchen. An sowas haben wir uns gar perfekt nicht orientiert. Nee. Das gab's bei uns nicht. Mit dem Wald ist sowas nicht. Dann müssen wir hier hoch. Alles klar, dann sind wir hier richtig. Perfekt. Kugeln wir mal ein bisschen die Interaktion an. Das ist tatsächlich, frage ich mich gerade, Köln wurde ja im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Kann das sein, dass hier im Rheinland stellenweise die Wege aus dem Schutt gemacht wurden? Wie sagen die Influencer immer, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, ob das einer von den Leuten weiß. Weil das sah nicht normal aus wie Schotter oder sonst irgendwas, sondern wirklich Bruchschutt. Ja, und im Endeffekt war der Bauer Hans, der seine Scheune oder was da abgebrochen hat. Kann ja auch sein, aber damit generieren wir ja Traffic. Und Traffic brauchen wir. Wir brauchen gar nichts, Alter, außer Bier. Aber wir machen das für euch. Ich finde es krass, Ovi so zu sehen, weil der hatte immer eine Mütze auf. Ja. Das ist ganz weird, oder? Ich wusste gar nicht, wie der unter der Mütze aussieht. Ja, sein Kopf ist auch nochmal 5 cm größer nach oben. Ja. Ja, Traffic. Und Traffic brauchen wir. Wir brauchen gar nichts, Alter, außer Bier. Aber wir machen das für euch. Liebe geht raus. Freunde, man sieht es uns an. Die Laune ist im Keller. Jetzt geht's los. Auch wenn wir jetzt lachen, das ist pure Verzweiflung. Der erste Kilometer nach der Challenge, das war wirklich der längste. Der hat also dieser eine Kilometer, anderthalb Stunden für einen Kilometer, das war unglaublich. Da sind wir so falsch gelaufen irgendwie einfach. Das war, wir haben das gerade mal hochgerechnet. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir heute 40 Kilometer abgerissen. Wenn wir das 5 Tage machen, dann haben wir 200 Kilometer. Alter. Wie würde Joey Kelly sagen? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aber wir haben die beste Laune! Papfi spielt! Danke. Das Schönste fand ich an diesem Moment war, als wir uns dann da auf diese Bank oben gesetzt haben vor diesem Bauernhof. Und abgerannt haben. Ja, wir haben richtig abgerannt, wir haben uns richtig ausgelassen, haben richtig abgekotzt und waren die ganze Zeit so, oh, wir brechen jetzt ab, was machen wir? Oh, wir nehmen den Bus oder so. Irgendwie so. Also haben wir natürlich nicht gemacht. Fahren, aber, Alter. Ja. Wir warten jetzt einfach auf den Bus. Das sollten die doch nicht mit reinschneiden. Scheiße! Oh Mann. Schulbus werktags. Der kommt zwar Donnerstag, oder? Was haben wir für einen Tag? Der kommt zwar erst nächste Woche Montag wieder, aber ich glaube, da sind wir schneller wieder im Camp, oder? Das war so der Knackpunkt. Da hast du zu mir gesagt, du, weißt du, was mir auffällt? Wir gucken gerade viel zu sehr nach rechts. Wir gucken nach links. Wir müssen jetzt anfangen, das für uns zu machen. Und das haben wir uns immer wieder vorgesagt. Das klingt jetzt ein bisschen nach so einem Hero-Moment. Aber so war es. Es war so. Es war ein Knackpunkt, Alter. Und es ist, also, wir machen das, wir machen das in unserem Pace. Wir machen das in unserem Tempo. Kommen wir noch an, bevor die Sonne untergeht. Weißt du, was krass ist? Ja. Was wir da gesagt haben, diesem nach rechts und links schauen, das nehme ich mir, seitdem wir da waren, wirklich als Vorsatz. Und mir geht es so krass besser. Dieser ganze Drive macht so viel mehr. Ja, ohne Scheiß. Ist wirklich so. Und das war die Erkenntnis, die wir da gemacht haben. Und da ist es richtig in meinen Kopf gekommen. Und seitdem ist es mir scheißegal, was sonst so in der Szene abgeht, gefühlt. Und ich mache einfach mein Ding. Es ist wirklich ein Learning, was man nicht nur für die Challenge mitgenommen hat, sondern auch für unsere Online-Präsenz, dass man sich echt denkt, Alter, du darfst nicht nach du darfst nicht nach links und rechts schauen. Fürs ganze Leben eigentlich. Ja, ja, fürs ganze Leben. Guck auf deinen Weg, mach dein Tempo und sowas. Ja, safe. Und das ist so krass, weil es ist halt völlig egal. Keine Ahnung. Das ist, wenn, was weiß ich, wenn Knirps jetzt die ganze Zeit gucken würde, was macht ein Ronny? Was, wisst ihr, wie ich meine? Ja. So, oder ich die ganze Zeit gucke, wie macht's ein Sterzig? Warum geht es jetzt auf einmal so ab? Warum blowt jetzt auf einmal ein Philo so dumm? Was muss ich machen? Das stresst dich. Das ist dumm. Es macht keinen Sinn, weil du wächst nicht, du machst dir nur, legst dir nur Backsteine in den Weg. Ja, safe. Und das ist ernst krass. Und die Erkenntnis war da so brutal wie noch nie zuvor. Ich meine, man kennt das, man kennt diesen Satz so, guck nicht, oh, was die anderen machen. Nimmst es dir zu Herzen? Nicht wirklich. Und das war so der Moment, wo wir es gecheckt haben, wo ich es gecheckt habe für mich. Und seitdem, und das weiß mein Chat, sage ich das auch die ganze Zeit. Richtig geil. Also da war wirklich auch, da haben die viele Szenen auch nicht reingenommen, weil da
waren wir immer noch so ein bisschen am Witzeln, aber auch da gab es Szenen, ich weiß noch, wo wir die Kamera rausgeholt hatten und so auch schon überlegt hatten, ob wir so, glaube ich, die Szenen löschen. Ich glaube, wir haben sogar eine Szene gelöscht. Alter, ja, wir haben eine Szene, glaube ich, weil wir so nach der Challenge komplett im Bruch waren, so, Alter, die haben eine Karte, Mann. Haben wir, ich weiß gar die nicht. Die haben eine Karte, die sind eh die schnellsten. Warum, das ist eine Challenge hier, wir wollen ja auch irgendwie mithalten können und sowas, macht eigentlich gar keinen Sinn, aber wir haben uns aus diesem Loch wieder rausholen können und das war richtig wichtig, Mann. Das war wirklich, ab jetzt, Chat, ist es brutal, was jetzt hier passiert. Guck mal, Papwin ist da, hallo Schatz, ich freue mich, dass du da bist. Stark, Chat. Aber ja, wirklich, nehmt euch das auch mal selbst zu Herzen, weil ich weiß, das sagt man immer, das hört man, seitdem man in der Schule ist, wenn ihr nach Hause kommt und sagt, ich habe eine 4, aber der Jonas hat eine 5. Dann sagt die Mutter immer, scheiß drauf, es juckt mich nicht, was die anderen haben. Wenn er aber eine 1 hätte, dann hättest du auf den Sack gekriegt. Nee, aber es ist wirklich krass, weil das hilft dir enorm, dich auf dich selbst zu fokussieren. Ja. Wirklich. Das war krass. Das war der schönste Moment und da habe ich auch richtig gemerkt, wie wir zwei so freundschaftlich nochmal mehr zusammengewachsen sind durch diesen Tag. Und wir kannten uns ja noch gar nicht so krass eigentlich. Ja. Aber es hat direkt gematcht. Bin dir sehr dankbar, dass du mich mitgenommen hast übrigens nochmal. Muss man nochmal, ich bin ein bisschen geschwitzt schon, aber ich hab dich lieb, Knaps. Ich dich auch, Papi, ich dich auch. Darf ich pinkeln gehen? Ja, natürlich. Das klingt jetzt ein bisschen nach so einem Hero-Moment, aber so war es. Es war so. Es war ein Knackpunkt. Und es ist, also, wir machen das in unserem Tempo. Kommen wir noch an, bevor die Sonne untergeht. Kommen wir noch lebendig an. Kommen wir an. Wir haben richtige Schmerzen. Wo müssen wir jetzt lang? Du Arschloch. Wir haben richtige Schmerzen. Wo müssen Ja, hatten wir. Wo müssen wir jetzt lang? Hier kommen wir nicht weiter. Scheiße, Mann. Guckt euch das an. Guten Tag. Oh, hallo. Wir sind auf einer Challenge unterwegs für YouTube. Für YouTube. Wir wollten fragen, ist hier ein... Das hat doch Johannes nachgesprochen. Ja. Oder? Ja. Ein Übergang über die Talsperre. Noch sicher, von Aktienhäusern kommen sie rüber. Das ist ja so scheiße. Müssen sich einfach einmal drüber über den Berg gehen, da sind sie eigentlich schon da, ne? Links, rechts und geradeaus, ja? Oder haben sie noch? Oh mein Gott, ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Ja. Ciao. Schönen Tag. Lauft schon weg. Ja, schönen Tag. Ganz super. Sind Sie Luca Jolly? Geil, okay. Dann geht los. Let's go. Das hat uns Minimum erst eine Viertelstunde gekostet. Okay. Wir sind noch im Spiel. Also, ich bin ehrlich. Elias, so ein Monster. An Schnelligkeit, der Typ. Wie eine Gazelle. Ey, Digga, geiles Bild, Mann. Boah. Guck's dir an. Schön. 100 Kilometer, ja! Das finde ich auch immer unser so erstes schön. Team war eigentlich. Solche Momente von Luke zu sehen, wo er so ein bisschen aus seiner Rolle, so irgendwie aus seinem ernsten Charakter rausgeht, wo er dann so lacht und man so, yeah, diesen Luca Jolly. Ja, das war Luca Jolly. Und was ihr sonst seht, dieser ernste Blick, das ist Luke Shelby. ist so. Shelby? Ja, Shelby. So, ja. Von, wie heißt das nochmal, wo die alle ihre Mützen tragen? Peaky Vegas. Blinders. Dankeschön für 10 Monate. Ja, Peaky Blinders. Das ist wirklich krass, weil der liebt diese Serie und man merkt richtig auch so, schaut mal auf seinem Instagram vorbei zum Beispiel, so sein Outfit, was er immer rockt, das ist das Tom Shelby Outfit. Der hat sich extra einen Mantel anfertigen lassen und trägt immer diesen Hut trägt und immer so Anzug und so. Aber wirklich. Wenn es einer tragen kann, dann Luke Shelby. Und ich finde es cool, dass der das macht. Ja. Da gibt es auch so einen Typen auf TikTok, der filmt sich immer, wie er so in irgendwelche Läden reinläuft und so als Tom Shelby verkleidet. Ja. Ja, Kelly, also er ist auf jeden Fall auch ein Kämpfer, ne? Und auch krassen Ehrgeiz so. Ich kann das verstehen, dass das manchmal ein bisschen zu doll für den einen oder anderen rüberkommt, aber wirklich auch abseits der Kameras und sowas immer der absolut fairste Sportsmann, richtig auch wirklich herzlich, gastfreundlich. Ja, genau, wirklich. Das kommt manchmal so ein bisschen rüber, dass er so zu ernst ist, aber ich glaube, der hat auch Fun dran, so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, ich würde mir voll wünschen, dass dieser Luke mehr gezeigt wird, weil Emma wird jetzt sagen, Luke ist eine Maus. Ist er wirklich. Und ich glaube, der Luke würde viel besser, was heißt besser ankommen? Ich meine, Luke kommt ja nicht schlecht an, aber ich würde mir wünschen, dass der Luke mehr zu sehen ist.
der tiefe Luke, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil der kann das. Ich habe mit dem Deep Talk gemacht. Ja. Bei ihm in der Butze. Habe eine Stunde mit ihm geredet über Gott und die Welt. Richtig feiner, lieber Typ, Alter. Mega. Nicht, dass er das jetzt hier nicht wäre oder so. Also ich will ihn jetzt damit gar nicht schlecht reden, ja, aber ich sag, da ist noch eine andere Seite, die er jetzt, die vielleicht in dem Format nicht so krass rauskommt, die aber sehr, sehr positiv ist. Ja, dieser Wettkampf-Kelly ist das gerade, ne? Ja. Coke Jelly. Kilometer, ja! Unser erstes Ziel war eigentlich generell vor der Challenge 14 Kilometer heute zu machen. War aber im Kopf bei mir mehr Druck, weil ich gesagt habe, ey, wir müssen ja gleich zur Challenge. Das heißt, wir wussten, da kommt ja noch irgendwas. Aber wo die Challenge dann vorbei war, war die Luft raus, weil wir dann wussten, okay, jetzt kommt ja nichts mehr außer der Marsch. Und deswegen haben wir eigentlich Chili Vanilli gemacht. Und dann kam der Regen. Erst Hügel, jetzt Regen. Ja, nach den ersten 5 Kilometer sind wir froh, dass wir Jacken dabei haben, oder? Mhm. Es hat jetzt echt angefangen zu regnen. Mir ist ultra warm. Ich schwitze. Aber gut, dass wir jetzt ein bisschen uns schützen können. Und hier in der Stadt geht man auf schönen Wegen. Wir haben eben eine Karte gesehen, auf die wir natürlich drauf geguckt haben. Uns kam ein Auto entgegen, es hat in Strömen geregnet. Wir waren wirklich nass und sind an einer Landstraße entlang marschiert, weil das einfach die kürzeste und schnellste Variante für uns in dieser Situation war. Und er ist an uns vorbeigefahren, ist umgedreht, ist in einen Waldweg reingefahren, hat gehalten, hat das Fenster runtergekurbelt und hat gefragt, hört mal, müsst ihr irgendwo hin? Bei dem Wetter, ich fahre euch überall hin. Das war so ein herzlicher, schöner Moment, dass wir schon fast unangenehm waren. Und dann sind wir mitgefahren. Nein, haben ihm gesagt, fahr mit der Schrittgeschwindigkeit. Ich fahre euch überall hin. Das war so ein herzlicher, schöner Moment, dass mir schon fast unangenehm war, ja, Nein zu sagen. Ja. Ne? Ey, schaut euch das an. Es gibt noch herzensgute Menschen. Wir gehen hier an der Landstraße im strömenden Regen und wir haben jemanden gefunden, der einfach so angehalten hat. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Cool, wir dürfen es leider nicht annehmen, aber vielen, vielen Dank für deine Gutherzigkeit. Alles klar. Danke. Gute Fahrt noch und schönen Tag. Viel Spaß euch noch. Ne? Danke. Tschüss. Papfi hat immense Schmerzen und er hat das Gefühl, sein Fuß läuft aus. Ist da Blut? Nee. Oh, oh Gott. Papfi, ich lass dich zurück, ja? Leg dich schön, mein Lieber. Das ist echt krass, Mann. Also, Digga, das Ding ist halt, mental bin ich todesfit, aber das tut halt einfach weh. Uns geht's richtig schlecht. Uns geht's richtig schlecht. Mir geht's richtig schlecht. Das tut halt einfach weh. Uns geht's richtig schlecht. Das ist ein geiles Emote. Geil. Und wie geht's dir? Mir geht's schlecht. Uns geht's richtig schlecht. Mir geht's richtig gut. Wir schaffen das, Knips. 100%. Willenskraft. Wir haben das Camp gesehen. Ich war wirklich. Wir sind jetzt auf den letzten 620 Metern. Maggie ist irgendwo echt krass, ne? Die haben vier, die will sich den Sieg nicht nehmen lassen, deshalb sprintet sie schon mal davon. So, die letzten 500 Meter. Wie viele Kilometer sind wir gelaufen bis jetzt? 31. What the fuck? Na komm. Schnell aufheben wieder. Das wird natürlich nicht liegen gelassen. Ganz am Ende haben wir die Zelte schon gesehen und wir sind ja, Zielanlauf. Und dann haben wir, oh nee, wir müssen jetzt doch noch mal komplett runter, über den Fluss rüber und wieder ganz hoch. Ah! Wir waren gerade schon so siegessicher. Und jetzt? Dieses Kelly, die ist so riesig gewesen. Querfällt ein. Da alleine schon den Eingang zu finden. Wie tief kann man fallen in die Scheiße ganz tief? Da vorne, wir sehen es schon. Also, vor uns liegt das Basecamp. Das ist das Tippi. Ich will so eine epische Musik jetzt sehen. Meine Beine. Krass, die kamen alle aus derselben Richtung. Fühlen sich todesschwer an. Jetzt noch am Schluss hier über die Dinge stolpern. An unserem Zelt vorbei. Ich kann noch jede Sekunde. Ich kann nicht mehr, mein Knie. Mein Fuß. Komm, drück das Ding. Boah, der kommt jetzt als erster. Einlauf, dieser anders epische Einlauf. Ah, wir müssen da draufhauen. Schnell. Komm. Ja, wir sind als erstes ins Camp eingelaufen. Wo sind wir? Wo sind da wir? Da wurden ja alle gezeigt gerade, aber wo sind eigentlich wir? Ja. Ich glaube, ich weiß, warum das Video 1 Stunde 14 geht. Mhm. Digga, das sind jetzt noch 25 Minuten und alle sind im Ziel. Ja, moin. Ja.
Ja, wir sind als erstes ins Camp eingelaufen, aber wir haben ja gelernt, das hat nichts zu bedeuten. Wir sind ja auch zeitversetzt losgerannt. Ja. Wir würden sagen, insgesamt solide. Solide. Alles klar, es wurde gedrückt. Leistung sollte nicht durch eine Zeit definiert werden. Leistung sollte dadurch definiert werden, wie man sich fühlt, ob man auch stolz auf sich am Ende des Tages ist. Stark. Ich bin auf mich und vor allem... Halbe Bibel. Sorry. Nein. Wie sagt man nochmal? Geredet wie ein... Wie ein Löwe. Wie ein Löwe, ja. Ja. Geredet wie ein Löwe. Auch auf Elia als Team. Ich bin auf mich und vor ich allem auch Becker, auf Elia als Team nicht sehr, ganz sehr stolz. Do it, do it! Yeah! Ist noch kein Geräusch. Also das habt ihr aber auch ein bisschen verkackt mit dem Ding hier, ne? Okay, jetzt. That was easy. That was easy. Ich glaube, wir können stolz sein. Ja. Wir hatten Spaß, haben gelacht, wir hatten Humor. Und den lassen wir uns nicht nehmen und hatten ein schönes Erlebnis, einen schönen Tag. Deswegen komplett runde Sache. Obermeier! Wow. Ja, ich sag mal, wir haben uns, glaube ich, leichter vorgestellt. Ja. Ich sag mal, das Gelände. Der hat den Buzzer am ersten Tag kaputt gemacht. Schon, ne? Also auch hardcore. Wenn du Straße gehst, ist es genauso. Wir haben gemerkt, dass wir halt nicht mehr so jung und knackig sind wie früher. Und umso mehr habe ich Respekt vor den Leuten, die in dem Alter oder die älter sind, noch richtig fit sind, Alter. Ohne Dieser Knopf war seit dem ersten Tag kaputt, man konnte danach nicht mehr draufhauen. Jetzt haben wir die Szene gesehen, oh, wie macht er einfach einen fucking Bodycheck drauf. Ich Respekt vor den Leuten, die in dem Alter oder die älter sind, noch richtig fit sind, Alter. Ohne Scheiß, ja. Ey. Ja. Wie doll ist der Schmerz? Boah. Krass. Da sind wir jetzt schon. Aber wir haben echt viel geskippt gerade. Ja. Das war, glaube ich, auch auf dieser Treppe, da bin ich wirklich... Ich fand fast davor noch krasser. Da sind wir direkt an der Straße lang gelaufen. Ja. Da gab es keinen Weg mehr. Direkt an der Straße, wo die Autos lang gelaufen sind und so. Da hat uns noch, glaube ich, so ein paar Personen haben uns auch so falsch den Weg gesagt. Wir meinten so, ja, wir müssen so in die Richtung, ne? Da so in dieses eine Dorf und, und dann meinten die so, ja, den Weg könnt ihr da lang gehen. Dann mussten wir da so links, rechts und dann auf einmal auf der Straße und da sind wir jetzt erst. Also da war noch viel, viel Content. Das ist krass. Also was davor noch war, schade, dass es nicht mit drin ist, aber klar, ich meine, irgendwo muss man auch Abstriche machen. Noch richtig fit sind, Alter, ohne Scheiß. Ja. Ey. Ja. Wie doll ist der Schmerz? Boah. Fühl uns mal mit rein. Beschreib mal ein bisschen. Naja, es ist schwierig. Also es ist halt einfach so kacke stechen, weil die halt aufgeplatzt ist. Vielleicht auch mehrere, ich weiß gar nicht. Aber es fuckt so ab, dass es scheitert wegen Kackschuhen, wegen Blasen, so, weißt du, wie ich meine? Ja. Wieso? Also. Ja, es wird Zeit. Hochstand da oben. Oh ja, das ist richtig geil. Alles schon oben. Alles auch in einem Look. Der Cut ist so disrespect. Und wie viel Luftlinie haben wir noch? 5,3. Das war schon so, vom Mindset hat man so gedacht, okay, wir sind gleich da. Ne? Aber das waren dann noch 5 Kilometer Luftlinie. Ja. Und das sind ja umgerechnet dann nochmal bei uns 15 normale. Alright, dann rein ins Käsebrot und wir laufen weiter. Ich brauche heute noch Löwenanteil. Hier ist noch, das war noch Restreis, falls den jemand möchte. Der ist aber kalt. Susi ist der Küchenmeister. Wir sind bei der Hälfte. Vorne ist Platz. Scheiße, also das ist gerade kein Spaß mehr. Also das ist gerade wirklich gefühlt schon Notfallsituationen, wo wir dann einfach an unsere Grenzen gekommen sind und wirklich richtig kämpfen mussten. Ich glaube, ich sage ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben so hart bei irgendwas körperlich gekämpft. So, ohne Scheiß, der Gamer. Ach, Scheiße. Da warst du so gebrochen, Alter. Guckt ihn euch an. Ist die Flüssigkeit im Socken. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich bin einfach nur mad. Das tut wirklich weh. Ich glaube, wenn Pafki und Co. anrollen, dann müssen wir ganz dringend Kalorienrückführung einleiten bei denen. Ja, jetzt ziehen wir gleich Jogginghose an. Komm, wir machen weiter. Digga. Die Karawane zieht weiter! Boah, guckt euch an, wie ich nur noch gelaufen bin. Ich hatte so Schmerzen, wirklich. Vor allem kommt man dann auch schnell, glaube ich, in so eine Schonhaltung, wo du dann halt nicht mehr richtig auftrittst und dann zack, dann verkrampft dein Körper und so. Du hast nicht nur Schmerzen mehr in den Schuhen und so, sondern dann läufst du komisch, Alter, und alles verzieht sich, ne? Das war auch, glaube ich, mit das größte Problem für die kommende Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt echt, ich hatte 4-5 Blasen an den Seiten hinten und vorne unter den Füßen. Ich glaube, und hinten noch. Also, ich glaube, 5 oder 6 Blasen. Ja. Und da war halt echt das Problem, dass wir so lange da drin gelaufen sind. Das hat die ganze Zeit halt... Und ich hatte überall Blasenpflaster draufgeklebt, aber ich hatte dann keine mehr. Und die waren alle dann für den Arsch. Und die Blasen sind die ganze Zeit
aufgeplatzt. Die haben sich immer gefüllt, so in einer halben Stunde waren die voll und dann immer aufgeplatzt, die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Blase aufgepiekst hat. Das ist wirklich, mir ist ein paar Mal schwarz vor Augen geworden. Weil so doll. Wirklich, das waren richtig krasse Schmerzen und da ist eine geplatzt in dem Moment kurz davor. Alter. Und dann ist es so, und es brennt. Ja. Und so ein ganz, es ist wie wenn du so, keine Ahnung, Alkohol über eine Wunde kippst. Die Blase muss platzen. Gut, weiter geht's. Die Karawane zieht weiter! Guckt euch an, wie ich gelaufen bin. Wir sehen uns in 100 Metern. 100 Meter, dann ist wieder scheiße. Das ist ohne Scheiß das Tempo, was ich gerade machen muss. Zufälligerweise, das war eine Straße. Wir gehen die Straße runter. Wir treffen erstmal Jungs am Gartenzaun, so ein bisschen, beim Bier. Wir haben hier die korrekten Arzten kennengelernt. Die haben uns den Weg gewiesen zu Joey Kelly, Alter. Seid ihr Bierpong am Zocken? Ja, haben wir heute schon mal halb zwei abgefertigt. Und jetzt, was die nächste Challenge? Wir haben ein Bierpong-Turnier gemacht. Rage Cage. Das ist so geil, dass die wirklich Kölsch sauft. Okay. Was haben wir denn hier sonst trinken? Dann haben die uns noch ein Bierchen mitgenommen, ne? Isotonisches Sportgetränk. Das hat schon mal, stimmt, hat schon mal motiviert. Digga. Das ist so geil von euch, wirklich. Das wird uns motivieren, Digga, ja. Ihr seid geile Typen, Alter, wirklich. Ja, richtig nice. Ey, Jungs, macht euch noch eine richtig schöne Bio-Olympiade, ja? Danke euch, ja? Das ist doch mal eine Aufheiterung. Die haben gesagt, du brauchst so eine halbe Stunde. Ich habe gesagt, und wenn ich so laufe? Über zwei Stunden. Mal gucken. Im Camp dagegen wächst die Sorge um Knirps und Papfi. Nick und ich überlegen, mit einer Kamera einmal an den Ort zu fahren, wo Papfi und Knirps seit einer Stunde stehen. Also, vielleicht ist das GPS-Gerät ausgegangen, die wollen nicht anrufen, meanwhile, weil sie Angst haben, dass sie sonst raus sind. Was vielleicht haben wir in dieser Stunde gemacht? Wir mal hinfahren und gucken, was los ist, oder? Wir sind hier und die sind immer noch hier und bewegen sich seit mehreren Minuten nicht. Wir waren doch noch auf der Bier-Olympiade. Wir haben noch ein paar Runden Bierpong gezockt. Wir haben noch mitgezockt. Alles auf Cam. Nick, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt einfach mal kurz gucken, was der liebe Leo Knirps und unserer Papfi machen. Die sind knapp 4 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Und wir machen uns einfach ein bisschen Sorgen, weil Papfi Probleme mit seinen Füßen hatte. Und ja, wir wollen einfach nur mal kurz gucken, ob mit denen alles okay ist, ob die irgendwie Hilfe brauchen oder sonstiges. Hoffentlich werden wir sie finden, ne? Das haben die rausgeschnitten? Lass erstmal noch mal weiterlaufen. Vielleicht kommt's noch. Das wäre krass, wenn das nicht mit drin ist. Doch, das kommt noch. Vielleicht durften die nicht. Doch. Wir lassen erstmal weiterlaufen. Hoffentlich werden wir sie finden, ne? Stein und Eisenbrief! Aber Papfis Füße nicht! Alles geht vorbei! Doch wir machen den Tag voll! Okay, da vorne auf der nächsten Straße sehen wir, glaube ich, die beiden Kandidaten. Wir sind ganz happy, dass wir sie zumindest sehen und werden jetzt mal fragen, ob alles okay ist, ob sie Hilfe brauchen. Einfach. Und wir natürlich auch nicht darauf scharf sind, dass die irgendwie, naja, jetzt abbrechen müssen. Humpelt auch ein bisschen. Wir parken jetzt mal hier und fangen die Jungs mal ab und fragen sie. Alles okay mit krass, Junge. Komm noch, glaube ich. Aber Papfis Füße die Erklärung haben wir eine Stunde an der gleichen Stelle waren. Oh nein. Mann, nein! Ihr Armen, wirklich. Wir waren bei den Johannitern. Wir haben das komplett verbunden. Nicht nur, dass wir in dieser Straße auch ein Bierchen bekommen haben. Nein, hier ist auch Johanniter, die Rettungswache. Wollen wir das wirklich tryen? Wir gehen für die Sidequest. Ja, Mann, wirklich. Lass es uns versuchen. Alles für den Content, Alter. Bisschen da außen rumgeklickt und so bei den Fahrzeugen. So an diesen Feuerwehrtoren da, wir so geklopft. Hallo. Ist jemand da? War keiner da. So müssen wir nochmal ums Haus rum. Aber die haben sich da richtig gefreut. Da standen 7, 8 Leute. Die haben das total gefeiert. Die waren endnett und haben gesagt, ey, ja, kommt rein, auf jeden Fall. Wir wollen euch helfen. Das sieht richtig gut aus, oder, Papfi? Wie ist das? Ja. Boah, Alter, da voll der Fuß drin. Ist das widerlich. Das sieht richtig gut aus. Wie gammelig die Zähne aussehen. Content darf immer einen Sub da lassen. Aber wieso sind die gelb? Das, daran erinnere ich mich gar nicht. Mach weiter, den will man nicht mehr sehen. Ja. Keine Ahnung. Ich hab halt jetzt keinen Bock, noch zum Joey zu laufen. So, weißt du, was ich meine?
Die warten da schon alle auf uns wahrscheinlich. Die gucken so aufs Tacho und sehen so, Boah, Alter, ich weiß gar nicht, dass meine Zehen sind gelb angelaufen. Ja, Simpsons. Ich habe nicht normalerweise so gelbliche Zehen. Wurden die abgeholt? Ja. Die ersten Schritte. Steh mal auf. Mein Junge. Aua. Kein Unterschied zu früh. Au, au, au. Viel Erfolg. Vielen Dank für die Hilfe, ja, wirklich. Vielen Dank, das war mega. Ihr seid die Besten. Ihr seid unsere Retter, wirklich. Johanniter. Die Besten auf der Welt. Ich find's geil, dass ihr uns suchen kommt. Ja, wir haben uns echt ein bisschen Sorgen gemacht. Ihr wart irgendwie 40, 50 Minuten am selben Ort. Ja, ja. Und also, dann haben wir gedacht, ich hab das schon gecallt, safe. Ja. Also ich find's mega cool, dass ihr losgefahren seid. Das heißt, ihr fühlt euch auch gut und wollt jetzt noch ein bisschen Space Camp schaffen, mir geht's beschissen, oder? Aber wir schaffen das. Ja? Ich gebe mich auf. Ey, ich war so oft so kurz davor, ich bin ganz ehrlich. Ja. Spart Scheiße. Euch die Kommentare auf YouTube. Scheiße. Ey, nee, ja, natürlich. Kommentare sparen, ich zieh durch. Ja, ja. Also ich meine. Das ist krass. Wirklich. 3,5 steht noch auf unserem Tacho, ne? Ist natürlich Luftlinie, aber es sind Up und Downs. Aber so marschieren wir jetzt da rein. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Okay, Leute, dann geht weiter. Wir wollen euch gar nicht aufhalten. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Ja, alles gut. Gleich, ne? Bis Machen gleich. Wir. Danke euch. Vamos, Stein und Eisenbrief. Macher-Modus. Ah, geil, sie machen es spannend noch. Ja. Ich hoffe. Und während Papfi den Kampf seines Lebens führt, sitzen die anderen Teilnehmer am Lagerfeuer. Geile Shots. Hey, also jetzt ist es aber schon echt spät mittlerweile, oder? Also es wird jetzt dunkel. Das wird nicht einfacher. Sind die immer noch nicht da? Nee. Wann sind die losgeht? Also als welcher Platz? Als Platz 2. Platz 2? Nee, als Platz 1. Sie sind als erstes als erst los. Ich find's halt so witzig, weil wir halt die ganze Zeit so das so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen haben, aber wir haben halt so ein bisschen rumgejoked mit den Tröten und so. Und ich glaube, es ist auch schön für die Zuschauer da draußen, dann zu sehen, wie es plötzlich bei uns wirklich ernst wurde. Damit haben wir beide nämlich nicht gerechnet, dass es so ernst wird. Dann echt kämpfen mussten und uns trotzdem auch immer wieder an die Flöten zurückerinnert haben. Ja, das ist wirklich so das Ding, Flöten, oder? Die Flöten, man lacht darüber, ja. Aber das ist auf Ernst was Gutes. Und dann, nach über 10 Stunden. Man muss ja auch dazu sagen, Alter, die haben ja nicht damit gerechnet, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind und da in der Dunkelheit ankommen. Wir hatten keine Lampen dabei, gar nichts. Jetzt wird sogar schon geskippt bis zu dem Punkt, wo wir ins Camp einlaufen. Jetzt kannst du nochmal sagen, was passiert ist, als wir bei Joey Kelly auf dem Hof angekommen sind. Das ist ja ein riesiges Areal, was da wirklich ist. Ne? Das ist also, komplett groß, da, bis man vom Tor bis zum Camp ist. Nochmal 2 Kilometer oder so. Ne? Das war echt brutal, weil ich hatte ja wirklich krasse Schmerzen und ich finde, es ist in dem Video nicht mal so krass rübergekommen, wie hart die Schmerzen waren. Ich finde, da sind ein paar Szenen sind nicht dabei, wo ich wirklich richtig gelitten habe, weil es war ohne Scheiß und weil ich dann immer wieder gelacht habe und ich glaube, man kriegt das nicht so mit, aber das war brutal. Ja. Und dann wurde es dunkel und das letzte Stück bis zu Joey Kellys Hof ist komplett im Wald. Das heißt, kein Licht, gar nichts. Wir hatten nur von unserem Garmin-GPS das Display, was ich immer angemacht habe und auf dem Boden geleuchtet habe, so ein bisschen. Minimale Helligkeit. Alleine von den Johannitern bis zu Joey Kelly, das war noch so ein Akt. Da wurde es dann richtig, richtig dunkel. Ja. Es hat geregnet, man musste erstmal die Einfahrt richtig finden. Wir hatten gar keinen Plan. Wir haben lauter Leute gefragt. Ja. Wir haben Leute auf der Straße, haben wir Autos angehalten und gefragt, wo wir lang müssen, weil wir keine Ahnung hatten. Wir konnten uns ja nicht orientieren. Laufen wir jetzt straight in einen dunklen Wald rein oder so? Was wir letztendlich gemacht haben. Wir haben ein Auto angehalten und waren tatsächlich schon so auf dem. Haben es ausgeraubt. Waren schon auf dem richtigen Weg Richtung Coke Jelly. Und dann hat sie gesagt: Ja, ihr müsst da hoch, ihr müsst da hoch. Ich so: Okay, wir laufen jetzt wirklich in diesen dunklen Wald. Ja. So: Ja, ich sag so: Okay, machen wir. Also, wir haben ja kein Licht. Machen wir unsere Handys auf? Ja. So. Und Knips so: Nein, wir laufen weiter. Und ich so: Oh, fuck, Alter. Und pass auf, jetzt kommt wirklich die krasseste Story. Dafür kann ich auch kurz mal groß machen. Wir laufen also in diesen Wald rein. Alles dunkel. Wir haben richtig Schiss gehabt so ein bisschen, weil wir wussten ja gar nicht, was geht jetzt ab. Ja. Wir laufen da rein und uns war schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Auf einmal, man nimmt die Dinge ganz anders wahr. Dunkler Wald. Du nimmst alles wahr, jedes Knacken, jedes Zischen, alles. Wir laufen weiter. Auf einmal hören wir ein Rascheln.
Es raschelt einfach nur. Wir hören es rascheln. Ich so, Alter. Was war das? Papi, da war was. Was sagt Knirps? Ich mach die GoPro. Wollte erstmal die GoPro anmachen. So. Erste Regel des Kameramanns: immer draufhalten. Geht weiter. Das Rascheln wird ein bisschen lauter und plötzlich hören wir ein Quieken. Und das war ein Wildschwein. Ja. Und nicht nur ein Wildschwein, sondern zu 100% das Quieken war unglaublich hoch. Das war ein Baby-Wildschwein. Wildschwein-Junge. Ja. Und wenn man Wildschwein-Junge sieht oder hört, dann sind Mama und Papa nicht weit. Oh, und Gott. Das Ding ist, bei Wildschweinen, wären die allein unterwegs, haben die mehr Angst vor uns als vor denen. Normalerweise. Was? Habe ich das richtig gesagt? Ja, als wir vor denen. Aber wenn ein Baby da ist, dann wollen die das verteidigen. Und mir hat tatsächlich, oder uns hat jemand gesagt, dass die richtig schlimm wären, sobald du zwischen denen stehst. Also beispielsweise eine Straßenseite Baby, Mitte wir, andere Straßenseite Mama oder Papa. Ja, ja. Und wenn im dunkelsten Dickicht so ein Keiler Bock hat und losrennt und dich hops nehmen der will, der fatzt dich um, dann machst du dann wirklich, Chat, dann machst du nix. Dann bist du bei Gott am Arsch. Und ich habe richtig Schiss bekommen. Der haut ich hab dir, gesagt, der haut dir, glaube ich, an den Oberschenkel in deine Arterien rein und du bist, kannst verbluten. Ja, wir hätten legit da drauf gehen können. Wir also weitergemacht und Knirps auf einmal so, ich will das filmen und ich sag, Knirps, das ist gerade ernst, lass es. Und er so, nein, die machen nichts. Und ich, Knirps, halt's Maul, das ist ernst. Und ich bin schneller geworden, ich hatte mega Schiss in der Situation, ich habe richtig Angst bekommen. Ich habe überlegt, ich habe nach rechts und nach links geguckt, wir hatten ein bisschen Mondschein, ich konnte sehen, auf einmal konntest du wieder laufen, auf einmal kam der Sprint und nochmal ausgeholt. Ich habe gesehen, dass da so Zäune waren, das heißt, diese Drahtseile habe ich gesehen und ich war schon so am Überlegen, okay, springe ich da jetzt gleich drüber, wie mache ich's? Und wir haben richtig, richtig Angst bekommen. Und dann! Adrenalin, auf einmal kommt das Wildschwein aus dem Gebüsch! Nein! Ich packe es bei den Hörnern und wir reiten ins Ziel! Auf einmal sehen wir am Horizont ein Licht. Wirklich genau in dem Moment. Und wer kommt? Coco Jelly! Fucking? Wir denken, was ist da? Wir sehen Autolichter! Wir sehen genau diese Autolichter! Wer kommt da? Coco Jelly und Johannes. Und Johannes mit dem Truck angefahren. Haben uns gerettet aus der Bredouille. Er hat das Wildschwein genommen, hat das einmal zack, 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 Messer rein. Es gab Wildschweinwürste zum Abend. Schön auf den Grill gelegt. Und das war wirklich, ich war so erleichtert. Ich glaube, ich hätte niemanden Schöneren an dem Moment erwarten können als Coco Jelly. Joey Kelly, Coco Jelly. Das war so krass. Coco Jelly, wir haben uns unser Leben dir zu verdanken. Und man muss dazu sagen, in der Situation, ich sag's ganz ehrlich, ich bin richtig sauer gewesen. Ich war richtig sauer auf jeden gefühlt. Weil ich mir auch so dachte, so wieso kommen die nicht früher und so, da war ich sauer auf die Produktion. Aber ich war auf alles sauer, ich war einfach mad ich gegenüber. Ich glaube, die Kamera allem. Lief sogar auch noch, ne? Nee, die hatten wir ausgemacht. Und ein paar was ist das für eine Scheiße? Digga? Ja, wirklich, ich war Alter, richtig, richtig was sauer. Die uns hier im Dunkeln laufen? Ich hatte Schmerzen wie sonst was. Dann haben wir eine Wildschweinbegegnung gehabt. Baby-Wildschweinbegegnung. Und das war einfach nur krass. Als ich da angekommen bin, dann auch hier, wir sehen es jetzt gleich, mal gucken, was davon gezeigt wird. Wir können ja da nochmal ein bisschen Backside-Info geben. Aber das war ein krasses Erlebnis. Ja. Aber wir waren kurz vorm Ziel, also das war wirklich schon so, dass man dann sagen konnte auch, ey, wir haben es jetzt gleich gepackt. Ne? Aber trotzdem, von der Wildschweinaktion nochmal bis zum Camp, ist jetzt nicht so, dass dann 300, 400 Meter das waren echt nochmal 1 bis 2 Kilometer, die man nochmal ablaufen musste. Ne? Die hinter uns hergefahren sind. Wirklich doll. Das war die Hölle. Ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter und dann können wir nochmal ein bisschen drüber reden, beziehungsweise weiß ich nicht, was wir da auch alles noch gesagt haben. Kann sein, dass ich sogar noch sagen soll. Wir gucken. Und dann nach das über 10 Stunden. Wanderer, danke für den Sub an Easy. Vielen, vielen Dank. Wie war die Ankunft für uns? Gemischte Gefühle. Die Ankunft war ja, einerseits extrem Erleichterung, dass man erstmal angekommen ist. Andererseits
hat man sich auch gedacht, Alter, Scheiße, was haben wir gemacht, ne? Jungs, ihr habt einen geilen Job gemacht, Alter. Schön, dass ihr da seid. Ehre für. Als wir komplett am Boden waren, der war nicht einmal sauer mir gegenüber. Weil nein, wir sind da als Team reingegangen, Alter. Wir gehen da als Team raus, Alter. Es gibt wirklich nicht viele, die so einen Teamspirit haben, ey. Ich schwör's. So Ehrgeiz vor allem und der Wille, aber auch, glaube ich, das Gefühl auch dir zu geben, dass es auch in Ordnung ist, wenn es nicht klappt. Er hat so oft gesagt, es geht, brich ab, wenn es nicht mehr geht, es ist okay. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, wir laufen jetzt weiter. Habe mich dann an ihm kurz festgehalten, was auch immer. Hammer. Boah, Gänsehaut, Alter. Hero-Moment. Meine Hüften sind komplett am Arsch, meine Beine sind zerstört. Was ist da denn los? Da wird kurz den Raw aufgenommen. Logischerweise, was ich gar nicht checke, meine Schulterblätter hinten ziehen komplett. Ganz ehrlich gesagt, aktuell in dem Zustand hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder gehen kann. So gefühlt, ehrlich jetzt. Überhaupt noch mal gehen? Dass ich überhaupt, nein. So krass ist es dann auch nicht, aber also es ist gerade wirklich schon Pain. Ich habe vom Lager bis hier runter in das Studio gerade wirklich 10 Minuten gebraucht. Das ist keine Lüge. Der Opa. Welcher Platz wieder. Sind wir? Das tut mir jetzt ehrlich leid, dass ich das sage. Und ich weiß, das würde ich ein bisschen brechen. Ich weiß auch, dass wir das Team ein bisschen brechen. Aber um es einfach realistisch einzuschätzen, es tut mir selber weh. In dem Zustand gerade glaube ich nicht, dass es morgen weitergeht. Schön, dich wiederzusehen, Leo. Alter, ich bin tot, wirklich. Mann, das glaube ich dir ohne Scheiß. Ab Kilometer 8 war ich raus, das waren 40 jetzt. Schön, dich zu sehen. Ich jetzt nochmal auf Sponti. Ey, Ironman direkt beim ersten Tag, starke Leistung. Komm mal hier. Wir sind über 40 Kilometer gelaufen. Wie viel waren es? Nee, 45? Nein. Ich glaube, es waren es über 40. Es waren sagen über 40, ja. Sagen die, glaube ich, so. Luke Kelly. Direkt am ersten Tag ein Ironman, stark. Das war wirklich die Hölle. Ich meine, es waren es nicht auch 37 oder sowas? Nee, ich glaube, es waren schon 40 voll. Na, gucken wir mal. Wir gucken mal. Und vor allem, man muss dazu sagen, 40 oder 37 Kilometer, ab Kilometer 5 hatte ich 5 Blasen an meinen Füßen. Das heißt, ich bin fast 35 Kilometer mit brutalen Schmerzen absolut gelaufen. Dumm. Das war wirklich mega dumm. Ja. Ich würde sagen, Iron Man direkt beim ersten Tag, starke Leistung. Komm mal hier bei mich bei, Junge. Ja. Alter. Ich setze mich ja hier hin. Und? Wie viele Minuten? Was fühlt ihr jetzt, wenn ihr hier seid? Geil, ne? Fühlen? Geil. Boah, also Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich gerade gut fühle. Ich fühle mich geil. Eigentlich. Ey, ohne Witz, nur, dass ihr das durchgezogen habt und nicht gesagt habt, die waren ja da. Wir waren schon oft an dem Punkt. Wir waren schon oft am Boden. Ey, und dass ihr das trotzdem bis zum Ende durchgezogen habt, das ist halt wirklich krass. Wie war es für euch? Wir haben schon relativ viel auch so an euch gedacht. So, wie ist das so mit einer Karte rumzulaufen? Geiler Front. Bisschen salty auch noch, so ein bisschen. Ja, schon. Ja, ich schwör's dir. Wie ist das so? Wie ist das so chillig mit der Karte? So, sie dachten so voll auf süß so und mega der Front ein. Ja, nochmal 5 zu holen. Wir haben relativ viel auch so an euch gedacht, so wie ist das so mit einer Karte rumzulaufen. Ey, da musst du nicht uns angucken, das ist Fraktionkarte. Dass wir jetzt hier sind zu Fuß, wie ist unglaublich. Also ihr seid straight line 20 Kilometer gelaufen. Sag ich. Also zum ersten Ding straight line. Zum also klar, man muss so ein bisschen, aber wir sind schon richtig über den Acker, überall durch. Und ist das auch eure Taktik für die nächsten Tage? Oder wenn es einen nächsten Tag geben wird, definitiv nicht. Komm her! Ja, das ist ja komplett verbunden. Was sind denn das für Anfänger gewesen? Ja. Aber du hast Blasen auf der Fußsohle, gell? Ich fand den 2.10 voll krass, weil der so lang ist. Das war ein richtiger Anfänger, das machen wir jetzt. Hallo! Johannes! Und Joey und Tobias. Ich grüße euch. Ihr habt es alle ins Camp geschafft. Ich bin begeistert. Knirps, Papfi, willkommen zurück. Wie geht's? Was machst du da? Ich weiß es nicht. Hast du dich von Coco Jelly geschämt? Wie random. Ja, weil warum habe ich das gemacht? Ich erinnere mich da gar nicht dran. Rauseditiert. Ja. Vor allem, ich sitze ganz normal auf einmal. Knirps, Papfi, willkommen. Was ist das? Keine Ahnung. Bei deinem Gesicht? Ja, das ist mein Halstuch. Oh, lol. Wie random. Willkommen zurück, wie geht's? Geil. Bitte?
Nee, ich zeig jetzt nicht meine Füße, wenn die Kamera läuft. Das ist toll. Ja, mental okay. Also gut eigentlich. Füße nicht. Das war gut. So eine Lüge, Alter. Mir ging's so scheiße. Ich hab gar keinen Bock, dass ich sitze. Ich glaube auch noch beim Einlaufen, ich meine mich zu erinnern, dass es so noch irgendeinen dummen Spruch gab aus irgendeiner Richtung. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung. Ja, und ja. Da so einen unnötigen Kommentar, wo ich so auch wieder geladen war. Deswegen gab es auch noch mal so einen kleinen Schuss dann mit der Karte da so hinterher. Ne? Das waren zwei. Ja, zwei. Zwei Kommentare erinnern, von zwei Personen. Ich weiß noch ganz genau. Du kannst ja sagen, ich weiß nicht mehr, was die Worte waren, aber weißt du es noch? Ich glaube, einer war, seid ihr auch mal da? Sowas. Und den anderen weiß ich nicht mehr, aber das war wirklich, ich kam da an und ich dachte mir, ich habe mir so gesagt, halt die Fresse so. Ich war richtig mad. Und ich war so sauer, weil ich mir dachte, wie respektlos. Aber am Ende war das dann ganz anders noch. Und ich glaube, was in dem Moment für die lustig war, hat bei uns halt, ist halt ganz anders angekommen. Und das war dann auch alles cool, wir haben das dann geklärt, aber das war trotzdem in dem Moment einen Joke reißen, das war halt mega auf unsere Kosten und den konnte ich nicht wegstecken. Mental okay, also gut eigentlich, Füße nicht gut. Ja. Ja, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Ja, was ist dein Gefühl für die weitere Challenge aktuell, wenn du an deine Füße denkst? Wenn es so ein Chatsding wird, kein Problem. aber ja, ich muss einfach ehrlich schauen. Also ich kann da jetzt nicht, ich will da jetzt einfach keinen Fehler machen. Aber wir gucken, schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Ihr habt ja heute alle trotzdem ordentlich durchgezogen und wir kommen jetzt zur Verkündung eurer Zahlen. Boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe eine Vermutung, wer das sein könnte. Ja, weiß nicht. Gewinnen wir Herzen. Mit fantastischen 10 Stunden und 47 unter Minuten. Unter 11! Ja! Jawohl! Was habe ich gesagt? Unter 11! 10 Stunden 47 und dann glaube ich 37 Kilometer. Ja. Fände ich auch cool, wenn noch die Kilometeranzeige gezeigt wird. Ja, das fehlt hier ein bisschen. Papi und Nerds! Das ist ein Zweierpace! Auf Platz 4. Zweierpace. Mit 7 Stunden und einer Minute. Ovi und Phil. Und Ovi. Sehr gut gemacht. 7 Stunden, eine Minute zu fast 11 Stunden sind schon 4 Stunden Unterschied. Ja. Weit abgeschlagen. Wir gucken weiter. Sehr gut. Maschine, Junge. Oh, hier im Feuer wird man immer zu emotional, ne? Ja. Auf Platz 3, jetzt kommen wir schon zu den Treppenplätzchen. Auf Platz 3. Sabrina und Sebo mit fantastischen 4 Stunden und 56 Minuten. Wow. Das ist sehr gut. Wow. Ihr seid doch gerannt, ey. Ihr seid doch gerannt. Ach du, seid bald. Ihr könnt Taxis rennen. Habt ihr Vermutung, wer heute das Rennen auf Platz 1 gemacht hat? Was denkt ihr? Chat, was denkt ihr? Digga, in 4 Stunden 20 waren wir erst bei der Challenge. Auf Platz 2. Mit 3 Stunden und 12 Minuten sind Susi und Maggie. Sehr gut. Oh, wow! 3 Stunden 12 Minuten. Das ist halt so krass, ne? Ihr müsst euch vorstellen, 3 Stunden 12 Minuten, da waren wir wirklich noch nicht bei der Challenge, oder? Ja. Das ist so krass. Die waren schon daheim. Da sind wir. Die meinten auch, dass als die gerade gefühlt noch am Aufbauen waren, sind die schon angekommen. Damit hat keiner gerechnet. Ja. So, das war schon krass. Das war sehr, sehr harte knapp. Und schnelle Läufe auch, ne? Mhm. Muss man auf sagen. Platz 1 haben wir Luke und Elia mit 2 Stunden und 59 unter Minuten. Unter 3. Das ist aber nicht so. 10 Minuten nur. Aber die sind auch nur 20 Kilometer gelaufen, muss man dazu sagen. Also auch nicht ganz faire Bedingungen, ne? Ja, das stimmt. Die sind natürlich ein bisschen direkteren Weg gelaufen, ne? Muss man sagen. Kappa. Deswegen wäre geil, auch die Kilometer noch zu sehen. Ja, safe. Ne? Das ist aber nicht vielleicht so. Kommt gleich noch eine Übersicht. 10 Minuten nur. Aber Maggie, das ist nicht so viel. Aber damit ihr noch ein bisschen mehr zu euren Zahlen erfahrt, wird der Tobi jetzt ein bisschen die Statistik übernehmen. Soll ich mich dazu Tobi! Komm jetzt, okay. Unser Challenge-Mann! Ja! Danke! Dr. Bo! Ich sag euch jetzt noch was zu den grundsätzlichen Statistiken. Und zwar fangen wir mal an mit den Kilometern, die ihr gegangen seid. Oh je. Die meisten Kilometer auf jeden Fall. Das Team Knirps und Papi. Und zwar mit Abstand.
Eure Zweier-Pace geht jetzt nämlich noch ganz schön hoch, weil ihr seid 36,5 Kilometer gegangen heute. Ja. Wir sind nur straight line gegangen. Das ist ein Marathon. Also, warum haben wir die 100 schon voll? Jetzt muss ich mal fragen. Es ging doch darum, wer als erstes die 100 Kilometer geschafft hat, oder? Ernst genommen. Wir haben halt einfach am ersten Tag direkt durchgezogen. Zeit geht auch noch. Also, so eine Kacke. Warum haben wir die 100 schon voll? Jetzt muss ich mal fragen. Also, wart ihr am Dreiländereck? Ihr seid immer nur gerade ausgegangen. Nein, das stimmt nicht. Wir sind gerade ausgegangen bis zur Challenge. Das waren 16 Kilometer. Ja. Aber wie kann man auf 10 Kilometer Luftlinie 16 Kilometer machen? Ich weiß warum. Wir waren überall, Leute. Ich sag's euch. Wenn ihr Hilfe braucht für morgen, wir haben schon die zweite Strecke. Ihr seid auf Platz 1 natürlich der Herzen, weil ihr am meisten Kilometer gegangen seid. Haben wir jetzt 36,5. Ein kurzes Sonderapplaus nochmal. Genau. Auf Platz 2 der meisten Kilometer. Ovi und Phil. Das Team Ovi und Phil mit 30,8 Kilometern. Also auch nicht ohne. Dann haben wir als nächstes Luke und Elias. Was? Luke und Elias, 28,9 Kilometer. 28 dafür unter 3 Stunden. Ne? Gefolgt von Sabrina und Sebo mit 28,3 Kilometern. Ich finde das so krass. Alle, aber ich verstehe das nicht. Wie haben die das hingekriegt, sich so krass zu orientieren? Sebo und Sabrina, ne? Die anderen Teams hatten ja Karten dabei. Ja. Und Sebo und Sabrina, aber Sebo ist krass, ne? Also ja, eingebauter der hat halt Kompass. Auch der hat genau Kompass im Arsch. Dieses GPS-Gerät, was wir benutzt haben, benutzt er privat seit 5 Jahren, das weiß ich. Er hat so aber eine Sonde im Arsch. Ich frage mich, kann man damit so krass sich lotsen? Ja. Oder. Ich glaube, der. Ist ja auch bei der Bundeswehr. Ja. Und ich glaube, da lernst du auch einfach irgendwie so. Dich zu orientieren, ja. Genau. Und ja. Dann so einen guten Mittelmaß zwischen Straight Line und Straße zu laufen, weißt du? Ja, safe. Ja. Ach, krass, Alter. Ebo krass. Mit 28,3 Kilometern. Und am wenigsten Kilometer gegangen sind tatsächlich Susi wer und Maggie. Wer kann navigieren hier in der Runde? Mit 27,8. 27,8 nie im Leben. Ja. Was? So, und so. Das mit einer Karte. Mann, oder was doch? Sind wir noch schönen Abend. Digga, ein bisschen Salt ist immer dabei. Ja, aber diese Kartenscheiße, das war einfach nichts. Ja, die Karte war schon eine andere Challenge einfach. Man muss, ich glaube, es wäre ganz anders ausgegangen, wenn zum Beispiel Susi und Maggie keine Karte hätten, weil die können sich ja nicht orientieren. Ja, man muss auch dazu sagen, also vielleicht schon, aber keine Ahnung. Luke hatte ja nicht nur eine Karte, ne? Ja. Sondern hat er auch noch einen Heimvorteil. Ja, der ist ja groß geworden. Er muss da zu seinem Hof zurückfinden. Also schon so in einem Umkreis von 5 Kilometer, lass auch 10 sein, vielleicht sogar. Mhm. Weißt du ja, in welches Dorf du musst, in welche Einfahrt. Für uns war es ja auch alleine schon schwer, die Einfahrt von diesem Joey Kelly Hof zu finden. Ne? Alleine das schon zu finden. Da gab es 2 Wege. Wir haben uns ja noch nicht mal vorher angeguckt, in welchem Ort wir reingehen müssen. Musst dir mal vorstellen, wenn du in deiner Heimat bist und 20 Kilometer von daheim ausgesetzt wirst, ab Kilometer 12 oder 8 oder so, weißt, kennst du das erste Dorf und ab dann weißt du ganz genau, wie du laufen musst. Ja. Aber so guck mal, Nick schreibt auch in den Chat. Lerneffekt für möglich voll. Ja, safe. Das sind alles Sachen. Wir haben da ja auch, ich bin da auch sehr offen auf die Produktion zugegangen, hab so gesagt, halt Feedback gegeben, einfach offen, ehrlich. Und die haben auch gesagt, ja, safe, wir wissen das auch. Und es war halt schwierig, du kannst das nicht mittendrin abändern. Ja. Aber schaut mal weiter, mal gucken, vielleicht passiert da ja noch was. Auf jeden Fall. Also die waren ja auch hinterher und haben da auch vieles gemacht. Also gepatcht. Das Ding ist noch nicht over, ja, Mann. Ja, der wird gepatcht, Alter. Gemin-Max. Und es kommt ja auch noch die Challenge dazu. Challenge. Die Coco Jelly Challenge. Wo man auch noch gar nicht weiß, wie viele Minusminuten das gibt, ne? Ja, safe. Leute. Ich bin gespannt, das weiß ich gar nicht mehr. Tschüss, Zoe. Boah. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir beide haben ja heute eine fantastische Challenge gesehen noch, ne? Ja. Wie oft sagt Johannes eigentlich fantastisch? Check. Wir haben dir die einzelnen Teilnehmer gefallen bei der Challenge? Mega. Also ich bin beeindruckt. Und bei der Challenge habt ihr euch erstmal alle hervorragend geschlagen, aber es gab natürlich leichte Unterschiede. In der Challenge ging es heute um 60 Minusminuten. Bitte? Eine Stunde. Und wir haben es heute tatsächlich geschafft, dass es nur Treppchenpositionen gibt. Das heißt, keinen fünften und keinen vierten Platz.
Wow. Auf Platz 3 mit 3 erreichten Punkten Phil und Ovi. Woran hat es gelegen? Und Susi und Maggie. Auch 3 Punkte. Komm schon, haben wir da noch Minusminuten bekommen? Auf Platz 2 mit 5 Punkten haben wir Knirps und Papfi. 5 Punkte, sehr gute geil. Leistung. Geil. Die 60 hätten wir gebraucht. Ey, da bin ich wirklich enttäuscht. Wir hatten jedes richtig. Er ist ja eigentlich Basketballer. Ja, genau. Wirklich, ja, Alter. Aber das ist was anderes, kann man nicht vergleichen. Das heißt, wir haben aktuell zwei erste Plätze mit jeweils 6 Punkten. Einmal Luke und Elia und Sebo und Sabrina. Sehr gut. Jetzt beide da wir aber bei 100 Kilometer natürlich nicht zu gütig sein können, können wir nicht zweimal 60 Minuten vergeben. Mhm. Und deswegen geht unsere Challenge jetzt in die Verlängerung. Genau. Yo. Ich sehe da schon diese Kopf. Kann ich mehr sehen, oder? Können wir nicht die Zeit einfach aufteilen, jeder 30 Minuten? Also, nein, leider keine Option, Luke. Nette Idee. Ihr seht schon die Kotzeimer, wie Susi gesagt hat. Es gibt jetzt wieder eine Aufteilung bei euch im Team. Das heißt, eine Person beantwortet Fragen alleine. Ja, einfach. Im Hintergrund einfach hier Chemielabor. Ja, eine Aufteilung. Geil, das aussieht mit dem Container, gell? Das grüne Licht. Das Labor. Ja, Mann. Aufteilung bei euch im Team. Da wurden die Holy Mission gemischt. Das heißt, eine Person beantwortet Fragen alleine und die andere Person muss werfen und einloggen. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer von euch beiden im Team jeweils beantwortet die Frage und wer wirft. Da wir heute die Aufteilung gemacht haben, dass Elia die Fragen vorgelesen hatte und ich werfen durfte, würde ich mich jetzt für die Fragen entscheiden und ihr Elia wirft. Fantastisch. Sabrina, Sebo, wie macht ihr es? Die schlauere Person beantwortet die Fragen, also Sabrina und ich versuche die Dinger zu treffen. Alles klar, gut. Alter, ich war da wirklich... Du warst woanders. Dürfte ich ihren Hut haben? Also Sabrina und ich versuche die Dinger zu treffen. Alles klar, gut. Ihr müsst es jetzt holen. Wir verbünden uns jetzt die Frauen. Entschuldigung, richtig so. Nein. Frauen an die Macht. Dann Sebo und Elia, kommt einmal bitte zu mir auf die Werfposition. Kommt mit. Das müssen wir das nicht abgucken. Komm mal ran an die Sonne, Junge. Sebo. Kein Druck, ne? Sebo, Elia, ihr habt wieder, wie heute Mittag auch, 2 Versuche pro Frage. Aber wir haben nur 5 Bälle. Ihr habt, ach Sebo, Entschuldigung. Dann gebe ich dir den Ball halt zurück. Dann kriegen wir wohl hin, oder? Wirklich, manchmal ist es schwierig mit ihm. Okay. Ein bisschen wie Stefan Raab, den Vibe, gell? Immer so alles nochmal 10-mal. Kann man kurz testen? Wohl hin, oder? Wirklich, manchmal ist es schwierig mit ihm. Okay. Frag mich mal. Ja, das glaube ich. Sabrina, Luke, jetzt geht's um 60 Minusminuten, also gib nochmal alles. Das Stechen. Also das ist wirklich jetzt, wir wollen keinen Druck machen, aber wenn... Wenn es einmal wichtig war, Sebo, in deinem Leben, dann ist es jetzt. Das Loch zu treffen, meinst du? Also, welche Pflanze hiervon ist essbar? Der macht mich fertig. A. Maiglöckchen, B. Giersch oder C. Ilex? Ich weiß es selber nicht. Jawoll, Sabrina! Bams nämlich! Bams! Ganz kurz für mich jetzt zur Info. Er darf nur da reintreffen, wo ich jetzt ihm hin... Ja. Zeigt mir eure Tafeln bitte jetzt. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Wir haben einmal B für Giersch und wir haben einmal C für Ilex. Genau, Sebo, B hört sich essbar an, oder? Fang du bitte an, B zu treffen. Oh, nicht ins Feuer. Der ist im Feuer, oder? Nee, ist vorbei. Oh. Wir sind beide nicht getroffen. Der ist im Feuer, oder? Nee, ist vorbei. Oh. Ich bin passed out einfach, wirklich. Ich bin einfach komplett gone, wie ich da sitze mit meinen Mauken. Komplett verbunden, ich hatte ich wirklich. Oh. Wir sind beide nicht getroffen. Ist noch alles offen, Jungs und Mädels. Noch alles offen. C. C. Das ist anscheinend B. Das war sehr hilft ja nichts, wenn man die falsche Antwort hat, wenn man den Eimer trifft. Ne? Ich werde nicht gelobt. Danke. Oh. Alles gut. Ihr habt beide nicht getroffen. Die richtige Antwort wäre gewesen B, Giersch. Wo ist der andere Ball? Hat ihn jemand gesehen, bitte? Habe ich eigentlich erzählt, wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt diese Challenge. 3 Punkte? Ja. Ja. Boah. Wie viele Fragen habt ihr noch? Genug. Okay. Welche dieser Städte hat die größte Bevölkerung? A, Neu-Delhi, B, Mexiko-Stadt oder C, Shanghai? Delhi, Indien. Und zeig's mir.
Wir haben einmal A, einmal B. Luke? B ist in der Mitte. B ist wieder nicht einig. Was? Wir haben einmal A, einmal B. Luke? B ist in der Mitte. Das ist wirklich so. Kurzer Double Check. B ist in der Mitte. Ist Mexiko Stadt? B ist in der Mitte. So voll under pressure, ne, hier. Oh, schade. Sehr knapp. Kann man mit Druck umgehen? Kann man mit Druck umgehen? Ja, Silbo, Silbo. Silence. Komm schon, A. Oh, bisschen mehr. Wie ein Schmack ist. Ist der drin? Sabrina, ihr habt getroffen und damit A eingeloggt, Neu-Delhi. Die richtige Antwort ist allerdings Nein. C, Shanghai. Das ist lustig, weil da haben noch alle gegoogelt und dann mega geschittet. Ja, nee, nee, nicht alle, Leute, sondern die Runner-Girls waren ja. So, nein, nein, das kann nicht sein. Deswegen verkürzen wir jetzt auf zwei Punkte. Aber die Fragen sind doch etwas härter als auf dem Baum, ja, oder? Ja, absolut, absolut, das absolut. Muss man auch sagen. Wir starten mal mit was Einfacherem, okay? In welcher Stadt spielt Romeo und Julia? A, Glasgow, B, Florenz oder C, Verona? Wer schon mal da war, weiß ich. Ich weiß es immer noch nicht. Zeigt mir eure Tafel, ich glaube, bitte. B. Wir haben wenn, einmal wenn jetzt C Rom dabei gewesen wäre, ich habe vorhin gesagt. Das ist unsere Chance, Sabrina. Ja, genau. Das ist unsere Chance. Ich hätte Verona gesagt, glaube ich. Ja? Sebo, du bist jetzt wieder als erstes. Genau. Elias, nee, nee, wirklich einmal nicht. B einloggen für dein Team. Herr Florenz auch. Lass dich nicht von mir nervös machen, ne? Sebo. Ob Mailand oder Madrid. Der Chat sagt auch C. Oh. Elia. Werf noch einmal so im Kopf. Oh! Elia! Elia! Sorry. C ist ganz rechts. Guck mal, Luke, kann ich noch mal mit den Anweisungen. Bruder, guck mal, wie ich da sitze, Alter. Ich war warst so am, warst schon war im Brawl Stars. Ich war am Handy, Digga. Ich konnte gar nicht mehr. Respekt, ich war so fertig. Elia, werf noch einmal so im Kopf durch, ja? Sehr knapp. Sebo, du sollst einmal bitte C einloggen. Ja, oh! Sebo, klar. Getroffen und die Menge tot! C ist eingeloggt und C ist richtig! Richtig. Okay, es steht 1 zu 0. Jetzt könnt ihr beenden, wer Sabrina führt, und Sebo. Der steht verliert. Luke, Elia, wird Coke Jelly eigentlich von der Deutschen Vermögensberatung gesponsert? Das weil schon, er so oder? Eine Kappe aufhat. Die ganze sieht man gerade nicht, ne? Aber ich glaube, Coco Jelly ist einfach ein Sponsorträger, auch ganz generell. Also ich glaube, der. Ja, auch so ist, eine Samuels wenn, wenn er so, ja, wenn er solche Sachen geschenkt bekommt, dann trägt er die auch. Aber das finde ich sympathisch eigentlich. Also, ja, ist er, okay, er ist gesponsert. Finde ich sympathisch, wenn er da nicht ja, einfach mit Markenklamotten rumläuft die ganze Zeit, sondern mit den Sachen, die er eh geschenkt bekommt, ne? Mhm. Okay. Welcher der folgenden Komponisten war taub? A. Beethoven. B. Mozart oder C, Bach? A, B, B, C. Ich glaube, da bin ich mir sicher, dass A. Das habe ich sogar ne? schon mal gehört. Also er hat es nicht gehört. Ist A, oder? Ich Chat wieder ein bisschen uneinig. Zeigt uns jetzt eure Tafel. Du weißt es nicht? Wir haben zweimal A, Beethoven. Bella wieder mal ein guter Wurf. No! Sebo! Sebo hat bei A eingeloggt, ja, aber... Die 1 gibt uns hier den Jubel. Sebo. Wir wissen noch nicht, ob das richtig ist. Elia, du darfst auch einmal. Wie ich die ganze Zeit noch mitkommentiere. Ja, ja, ja. Wenn einer mit Kugeln umgehen kann, dann unser Marathonläufer. 3000 Meter sind für ihn ein. Oh Mann. Konzentration. Okay. Nicht, hört auch nie ablenken. Oh, er trifft auch, er trifft auch. Du bist mein Mann. Wenn Beethoven wirklich taub war, dann haben Sabrina und Sebo soeben 60 Minuten von der Uhr gespielt. 60.000 Euro. Und damit sehr nah am Platz 2. Was macht er denn die ganze Zeit? Sollte das falsch sein, spielen wir weiter. Die Antwort A, Beethoven, ist... Richtig! Ist drin! Sebo! 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 Wir haben es geschafft! Oh Gott, ey, das war nervig, echt anstrengend. Ist geil fürs Balancing, ne? Dass das Team auf Platz 3 nochmal die Minus konnte. Ding, ding, ding. Stark. Bisschen abgeschlagen, ne? Ja, aber... Aber wir haben ja jetzt insgesamt 10 Stunden 17, weil wir noch eine 30 Minuten Minus gemacht haben, ne?
Oh, wir müssen weiter gucken, Alter. Ich will wissen, was noch passiert. Noch zwei Minuten, komm, wir gucken durch. Wir werden nicht durchgucken. Okay, ihr Lieben, habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Danke, Johannes. Safe, Nick. Und hier, ich wollte schon vorhin noch anrufen. Aber die dann drei ersten Teams sind ganz knapp aufeinander, safe, ne? Safe. Ja. Es geht nur um Minuten. Ja. Absolut. Das ist schon also wirklich nur mega ein paar spannend. Minuten, weißt du, wie also niemals aufgeben, es kann auch alles passieren. Das wäre erst der erste Tag. Papi, ja, bitte. Wir werden uns gleich noch professionell um deine Füße kümmern, was dann morgen... Professionell. Wir werden uns gleich noch professionell deine Füße gemacht. Passiert. Lass uns die Blasen aufstechen. Morgen. Jawohl. Alle anderen habt einen schönen Abend im Camp. Macht's gut. Schlaf gut. Ciao, ciao. Und dann begann sich die Teilnehmer zu betten. Ich komm sofort, Schatz. Hello. Können wir Mikro ausmachen? Jo Leute, das war's mit Tag 1. Lasst doch hier ein Like und Abo da. Credit Roll kommt. Und nicht vergessen, die Kanalmitgliedschaft abzuchecken. Und schreibt doch mal in die Kommentare. Ja. Und Call nächste Woche. Kann Papfi weiterlaufen? GPS sagt 7 Kilometer bis zur Challenge. Trailrunning-Skills ausgepackt. Unterstützt uns jetzt mit dem Kommentar Go Sebo, Go Sabrina! Was seid ihr denn für Versager? Ich halt mit! Die letzten Meter bis zur Challenge. Für euch geht's in der direkten Linie rüber an einer Seilrutsche. Los! Lauf! Um dein Leben! Richtig Power! Wow. Wow. Das ist ja echt schon Turbo. Was war das denn, Digga? Richtig Power! Mach mal kurz Power, stopp! Geil! Verletzungen bei der Challenge. Guck bitte an, was diese Frau leistet. Wer aber eine ernsthafte Bedrohung geworden ist, Sebo und Sabrina. Und welches Team verliert die Nerven? Dass dann da die Stimmung so komplett gekippt ist, das hätte ich nicht gedacht. Da ist mir dann die Hutschnur geplatzt. Das war Ego-Scheiße. Trotzdem haben die alten Hasen hier gezeigt, dass sie können, ey. Krass.